Ein Labyrinth, das scheinbar endlos ist. Hinter jeder Ecke könnte der Tod auf uns warten. Dieses Labyrinth wurde aus einem bestimmten Grund geschaffen. Es dient als Gefängnis für all diejenigen, die es sich mit der Geheimorganisation verscherzt haben. Auch ich bin einer dieser Gefangenen und muss nun einen Weg aus diesem grauenhaften Ort finden. Das Ganze ist im Hardcore-Minecraft-Modus. Das bedeutet, wenn ich sterbe, ist es vorbei. Gefallen euch diese 100-Tage-Videos? Dann lasst gerne ein Abo und einen Kommentar da und schlagt mal vor, wo ich als nächstes die 100 Tage überleben soll. Begleitet mich auf meinem Weg durch das Lugland-Labyrinth. Ich öffnete meine Augen und konnte nicht glauben, wo ich mich befand. Ich wurde tatsächlich in das Lugland-Labyrinth verbannt. Warum war ich hier und vor allem, wie komme ich jetzt wieder hier raus? In einer Truhe vor mir fand ich ein paar Grundausrüstungen. Ein bisschen Werkzeug, Fackeln und auch etwas Nahrung. Das würde für den Anfang erst einmal genügen und ich hätte die Möglichkeit, mich vor Gefahren zu verteidigen. Irgendwie musste ich nach einer Möglichkeit suchen, diesen Käfig, in welchem ich hier angekommen war, zu verlassen. Ich nahm mir meine Spitzhacke und versuchte, die Steine am Rande des Käfigs zu zerstören und tatsächlich funktionierte es und ich konnte mich Stück für Stück am Rande des Käfigs nach oben bauen. Oben angekommen schaute ich mich um und bemerkte, dass ich mich in einer Art großen Raum befand. An allen vier Seiten befanden sich Eingänge in das Labyrinth und das hier schien die Mitte des Labyrinths zu sein. Natürlich fing ich an, das Gebiet in der Mitte zu untersuchen. Ich baute einige Steine auf dem Weg ab, da ich diese noch zum Aufbessern meiner Rüstung gebrauchen konnte. Als ich einen kleinen Wald durchquerte, fand ich ein altes, verlassenes Haus. Ich hoffte, dass hier noch jemand anderes sein würde, aber ich befürchtete, dass ich erstmal auf mich alleine gestellt sein würde. Und so war es dann auch. In der Hütte fand ich eine kleine Truhe mit einem Tagebuch, welches ich sofort anfing zu lesen. Es war schwierig, die Seiten zu entziffern, denn es war schon sehr alt und die Seiten waren auch schon stark verwittert. Eintrag 1. Ich bin in diesem Fahrstuhl aufgewacht. Das Gebiet außerhalb des Fahrstuhls ist von einem großen Labyrinth umgeben. Ich weiß immer noch nicht, wie ich gelandet bin. Eintrag 3. Das Labyrinth ist viel als ich gedacht habe und die Wände scheinen sich in der Nacht. Das macht die Erkundung sehr kompliziert. Eintrag 7. Ich habe unter dem Wald in der Nähe der einen Untergrund entdeckt. Dort unten befinden sich lauter Maschinen. Eintrag 11. Ich bin weiter in das Labyrinth vorgedrungen und habe ein Tor mit einer Nummer drauf gefunden, aber es ist geschlossen. Eintrag 35. Die Wände bewegen sich in einem bestimmten Zyklus. Ich werde auf einer Karte Weg, um die Tore zu öffnen, am Ende jedes Zykluses. Eintrag 43. Konnte ich wieder aktivieren. Ein altes Gerät tief im Untergrund. Ich werde herausfinden. Was für seltsame Tagebucheinträge. Vielleicht kann ich diese aber nutzen und damit etwas mehr über das Labyrinth herausfinden. Bevor ich mich aber hier etwas weiter umsehen würde, fing ich an, das Haus zu reparieren. Denn hier schien ein Baum genau auf das Haus gefallen zu sein. Außerdem schien es schon sehr lange verlassen zu sein, denn das Tagebuch war auch noch kaum zu lesen und die Seiten fielen schon fast auseinander. Die Witterung hat hier fleißige Arbeit geleistet, aber vielleicht könnte ich die Hütte ja noch einigermaßen reparieren. Das Gute war, dass es hier Holz in Hülle und Fülle gab und dieses Holz konnte ich auch gleich nutzen, um damit den Boden, die Wände und sogar das Dach der kleinen alten Hütte zu reparieren. In der Hütte platzierte ich gleich meine Werkbank und eine Truhe für meine wichtigen Gegenstände. Außerhalb der Hütte füllte ich meine Truhe mit allen Gegenständen, die etwas mit Holz zu tun hatten, da ich von vornherein alles richtig sortieren wollte. Mein Ziel war es, die im Tagebuch erwähnte Höhle unter dem Wald zu finden, da es dort eine Maschine geben soll. Ich lief am ersten Eingang zum Labyrinth entlang und war von der Größe überwältigt. Mir war klar, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt dort noch nichts verloren hatte. Daher suchte ich weiter nach dem Eingang der besagten Höhle. Beim Laufen durch den Wald fand ich endlich ein Anzeichen auf einen Gang nach unten. Oben in den Bäumen sah ich ein paar Holzplatten und an einer auch eine Leiter, die weit nach unten führte. Ich glaube, ich werde einen Schritt nach unten wagen. Wow, okay, ganz, ganz langsam. Die Höhle ist ja... Hier ist sogar eine kleine Basis oder sowas. Ein kleines Lager. Moment, ich kletter mal hier hoch. Was gibt es denn hier oben zu finden? Wow, okay. Hier gibt es schon ein bisschen Ausrüstung. Hier scheint jemand gewesen zu sein. Und ein paar Öfen. Da den nehme ich auf jeden Fall mit. Die kann ich immer gut gebrauchen. Das sieht ja unten ja richtig krass aus. Auch die ganzen Laternen und sowas. Hier haben wir auch richtig viel Kohle und Kohleblöcke. Ein bisschen Eisen. Eisennuggets. Vielleicht kann ich die ja umwandeln zu Eisenerzen. Zu Eisenbahn. Was haben wir denn hier? Eine Art Computerraum oder sowas. Also ein bisschen scheint sie noch zu funktionieren, weil ein paar von den Redstone-Lampen leuchten noch. Geht's hier noch weiter nach unten? Nee, das. Doch, hier geht's noch weiter nach unten. Wow. Jetzt geht hier aber tief rein. Okay. Oh, hier ist eine Tür aufgesprengt worden. Was ist denn das für eine Maschine? Oh, hier geht's auch noch. Wo geht's denn hier hin? Aha, was ist denn das für ein. War das hinten gerade ein Creeper? War das hinten gerade ein Creeper? Was haben wir denn hier? Tipps? Oh, da ist er wieder.
Oh, das, nee, das war's. Ich geh erstmal weg hier. No. Ohne irgendwelche Ausrüstung habe ich hier noch nichts verloren. Ich kletterte wieder nach oben und suchte mir einen sicheren Platz, um das Buch, welches ich gefunden hatte, zu lesen. Es zeigte mir an, dass verschiedene Farben verschiedene Schwierigkeitsgrade haben würden. Was es mit den Farben auf sich hat, werde ich später noch herausfinden. Ich kletterte wieder an die Oberfläche und platzierte die beiden Öfen, die ich aus der Höhle mitgenommen hatte. Außerdem verarbeitete ich die Eisennagel zur Eisenbahn und aus diesem stellte ich eine Eisenspitzhacke her, da mir das am Anfang am sinnvollsten erschien. Außerdem platzierte ich auch noch die Lampen, die ich in der Höhle fand, da diese bei weitem besser aussahen als die Fackeln. Am Ende des Tages kletterte ich auf meine Hütte und wartete darauf, dass sich bei der Nacht hier irgendetwas, so wie in dem Tagebuch beschrieben, ändern würde. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, ob hier jetzt irgendwas passiert. Das sieht bis jetzt aber noch nicht so aus. Dann kann ich erstmal noch den Baum hier weiter abbauen. Oh, das ganze Holz, das kann ich eigentlich ganz gut gebrauchen. Hier oben. Oh, jetzt passiert was. Tatsächlich. Die Tore schließen sich. Oh. Oh, no, ich gehe schnell schlafen. Oh, no. Am Morgen vom zweiten Tag war ich überrascht, denn ich wurde von einem merkwürdigen Laut geweckt. Die Tore zu dem Labyrinth öffneten sich wieder, als wäre nichts gewesen. Was würde wohl passieren, wenn ich mich mitten in der Nacht im Labyrinth befinden würde? Das wollte ich auf keinen Fall herausfinden und ich war mir sicher, dass ich ständig die Zeit im Auge behalten musste. Ich machte mich daran, den riesigen Baum über meinem Haus weiter zu fällen, da ich vorhatte, mein Haus noch weiter zu vergrößern. Außerdem schien es mir eine gute Möglichkeit, um an Holz zu kommen. Natürlich hat es eine ganze Weile gedauert, da ich unbedingt die Bäume vollständig fällen wollte. Seid ihr auch so eine Art Minecraft-Spieler? Dann schreibt gerne in die Kommentare #fullbaum. Da ich mich im Hardcore-Modus befand, wollte ich zu meiner Sicherheit aus einem der letzten beiden Eisenbahnen ein Schild herstellen. Ich wusste nicht, ob hier irgendwo Skelettschützen auf mich warten würden, aber wenn dem so wäre, dann wollte ich vor ihren Pfeilen geschützt sein. Gleich neben meiner Hütte fand ich einen versteckten Eingang in der Höhle. Ich musste vorsichtig sein, denn ich wusste nicht, ob hier unten Monster auf mich warten würden. Das erste, was ich nach der Dunkelheit fand, war eine große Ader an Eisenerz. Das bedeutete, ich konnte mir daraus bald eine Eisenrüstung herstellen, die mich hier unten in der Höhle vor Gefahren schützen würde. Okay, hier geht's noch tiefer rein. Aber ich kann ja meine Fackeln wie so eine Art Leuchtstab verwenden und einfach reinwerfen. Aber das scheint mir nicht so sinnvoll. Ich platziere die lieber. Ich glaube, es macht viel mehr Licht. Wow, hier geht's echt weit nach unten. Wow, da war ein Gegner. Oh, war das. Warte mal, war das. Das war ein Skelett. Oh, das ist ein Skelettschütze. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Vielleicht warte ich einfach an der Ecke, bis er hochkommt. Ja, da kommt er. Noch einmal, nochmal einen Pfeil abwehren und jetzt. Oh, besiegt. Im Moment hat der Skelettschütze einen Smaragd fallen lassen? Was soll ich denn damit machen? Okay. Oh, hier wartet noch ein Skelettschütze. Oh, den erwischen. Oh, nee. Und da kommen noch Zombies. Oh, nee, das ist nichts für mich. Moment. Vielleicht hier kann ich wieder an der Ecke warten. Okay. Ah, da kommt der Skelettschütze. Okay. Oh, no. Oh, schnell besiegen. Oh, schnell besiegen. Oh, jetzt scheint es nur noch Zombies zu geben. Aber Zombies sind ja bei weitem einfacher. Oh, nee, nicht so Minivieh. Nein, schnell noch rum. Oh, ich muss weg. Oh, meine Herzen sind doch schon so niedrig. Oh, schnell nach oben. Schnell. Weiter. Dieses Mini-Zombie-Ding ist mir tatsächlich bis hier oben gefolgt. Aber vielleicht kann ich das ja hier oben. Oh, jetzt brennt's. Oh, jetzt wird's einfach. Jetzt kann ich das. Oh nein, ich brenne auch. Das war's. Schnell nach oben. Warte mal, hier gab's doch irgendwo Wasser in der Nähe. Oh nein. Lauf. Schnell zum Wasser. Oh, war das knapp. Ey, das war unglaublich. Ich muss mich unbedingt besser vorbereiten, wenn ich nächstes Mal in die Minen gehe. Oh, das kann doch gar nicht sein. Mit dem Eisen aus der Höhle hinter meiner Hütte war ich in der Lage, mir einen Brustpanzer und auch Eisenstiefel herzustellen. Dadurch war ich bei weitem besser geschützt. Am Abend suchte ich nach ein paar Samen, die ich auf meinem Feld anbauen wollte und fand durch Zufall auch ein paar Melonen. Diese würden sich als zweite Nahrungsquelle gut eignen, da langsam aber sicher meine Äpfel weniger wurden. Die Klänge der sich wieder öffnenden Tore weckten mich am Morgen am dritten Tag. Mein Ziel war klar. Ich wollte wieder in die Höhle in der Nähe meiner Hütte und weiter untersuchen, was sich dort unten befinden würde. Ich fand das Ende meiner Fackelspur und bin dann noch weiter in die Dunkelheit gelaufen. Ich habe so schnell wie möglich so viele Fackeln wie möglich platziert, um damit die ganze Höhle auszuleuchten, und schon griffen mich einige Zombies an. Mit meiner neuen Ausrüstung fand ich den Mut und konnte mich allen Zombies stellen und auch diese ließen wieder Smaragde fallen, was ich damit wo anstellen könnte. Beim weiteren Durchsuchen der Höhle fand ich den Grund für die ganzen Zombies. Ein Spawner war unter einem Stein versteckt, der dafür gesorgt hat, dass hier immer mehr Zombies auftauchen würden. Ich baute diesen sofort ab, denn ich wollte nicht aus dem Hinterhalt von Zombies angegriffen werden. Ich konnte mich aber im Notfall immer noch aus der Höhle zurückziehen und am Eingang der Höhle wieder neue Kraft tanken. Je tiefer ich in die Höhle vorgedrungen bin, desto stärker wurden die Gegner. Diesmal wartete ein Zombie mit einer verzauberten Rüstung auf mich. Dieser konnte mehrere Schwerthiebe einstecken, aber da er allein war, konnte ich ihn nach einer Weile besiegen.
Leider ließ er nichts von seiner verzauberten Rüstung fallen. Mir ist aufgefallen, dass es in der Höhle eine Art zentralen Raum gab, von welchem sich aus weitere Gänge in die Tiefe schlängelten. Ich musste also erstmal den großen Raum ausleuchten und dann taktisch versuchen, die unteren Ebenen zu erforschen. Ich ging wieder zurück an die Oberfläche und fing an, mein Eisenerz zu Eisenbahn zu verarbeiten. Mit dieser Menge an Eisen wäre ich in der Lage, meine Rüstung zu vervollständigen und dadurch hätte ich noch mehr Schutz in den Höhlen hinter meiner Hütte. Ich fand einen kleinen Hügel und entschied mich, hier ein größeres Haus zu errichten, da mir die Hütte etwas zu klein geworden ist. Ich stellte mir den Rest meiner Rüstung und auch eine Eisenschaufel her und ebnete das Gelände weiter ein. Zum Ende des Tages habe ich die Grundpfeiler für das neue Haupthaus gelegt. Was mich wohl in den nächsten Tagen erwarten wird? Vielleicht wird es an der Zeit, mal das Labyrinth zu erforschen. Als ich am 4. Morgen aufgewacht bin, sah ich eine merkwürdige Meldung. Neben dem typischen, die Tore öffnen sich, kam die Meldung, dass ein Neuankömmling in der Ladezone sein würde. Außerdem würden sich dort neue Gegenstände befinden. Mir war klar, ich musste sofort herausfinden, wer jetzt in der Ladezone gelandet war. Ich wusste auch schon, in welche Richtung ich dafür laufen musste. Okay, hier, oh, hier ist, hallo, wer bist denn du? Oh, Bruce, wie geht's dir, Bruce? Und du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, dich hier zu sehen. Oh, was denn hier unten noch? Es gab auch, tatsächlich, es gibt noch neue Sachen. Oh, das nehme ich auf jeden Fall alles mit. Bruce, Bruce, ich freue mich, dass du da bist. Oh, ich bin nicht mehr alleine. Ein Glück. Mir war klar, dass die einzige Möglichkeit, Bruce sicher in mein Haus zu bringen, ein Boot sein würde. Denn dadurch konnte ich gezielt steuern, wohin sich Bruce mit mir bewegen würde. In dem Hinweisbuch stand geschrieben, dass die Bewohner, sollten sie in einem Monsterangriff sterben, nicht wiederbelebt werden können. Zuerst erwies es sich als etwas schwierig, Bruce in das Boot zu bekommen. Anscheinend mochte er das Bootsfahren nicht so gern. Aber nach einigen Versuchen stieg er in das Boot und ich konnte mit ihm zusammen Richtung Haus rudern. Auf Land ging das natürlich nicht so gut, aber sobald wir mit dem Boot auf dem Wasser glitten, konnten wir uns schneller bewegen. Bruce hat dabei noch nicht einmal das Rudern übernommen, aber ich kann das schon verstehen. Denn hätte mich ein Wildfremder an meinem ersten Tag mich in ein Boot gelockt, wäre ich wahrscheinlich auch nicht in der Lage, mich zu bewegen, geschweige denn auch nur zu reden. Bruce schien allgemein ein sehr schweigsamer Geselle zu sein. An dem Haus angekommen, musste ich zuallererst alle Truhen lernen, denn dieses Haus würde in Zukunft das Haus von Bruce sein und er konnte bestimmt mit meinen Sachen nicht so viel anfangen. Das Bett und die Öfen sowie den Arbeitstisch als auch die Truhen würde ich hier stehen lassen, damit Bruce sich wie zu Hause fühlen würde. Den Inhalt der Truhe aus dem Haus habe ich anfangs in einer Truhe außerhalb verstaut. Ich wollte hierbei auf Ordnung achten, jedoch hat das nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Am Ende war es nur eine Zwischenlagertruhe. Es hat sich so ein bisschen so angefühlt wie damals, als ich mein Zimmer aufräumen sollte. Es lag überall auf dem Boden Lego verstreut und ich wollte es in eine Truhe sortieren und am Ende landete das alles doch wieder zerstreut in einer großen Kiste. Nichtsdestotrotz stieg ich wieder in das Boot und brachte Bruce in sein neues Zuhause. Ab und zu kam von ihm einige Ha-Laute. Ich wusste nicht, ob es Freude war, aber davon ging ich erstmal aus, denn schließlich bekam er ja ein neues Zuhause. Ich baute ihm eine Tür aus Zäunen. Ich wunderte mich aber, warum er nicht wusste, wie man über einen Zaun rüberklettern konnte. Naja, das war jetzt das Problem von Bruce. So lange musste er erstmal hierbleiben. Das Gute an Bruce war, dass er mir einige interessante Gegenstände zum Handeln angeboten hatte. Bevor ich diese Angebote aber nutzen würde, wollte ich erstmal an meinem Haus weiterbauen, da Bruce ja jetzt in meinem alten Haus wohnen durfte. Zuerst war der untere Teil der Mauer an der Reihe, denn die Stützpfeiler standen ja bereits. Ich konnte das meiste Stein aus dem Loch neben dem Haus von Bruce nutzen, brauchte aber für die ganze Mauer bei weitem noch mehrere Steine. Der nächste Schritt der Häuserkonstruktion war der Boden. Ich meine, so ein weicher Grasboden eignet sich bestimmt gut als Teppich, aber dennoch wollte ich lieber auf Parkettboden umsteigen und entfernte das Gras mit einer Schaufel. Da es hier Bäume genug gab, nutzte ich viele der Baumstämme und wandelte sie in Holzplanken um und platzierte diese auch sofort. Es sah auch schon viel angenehmer aus und ich wusste, dass noch viel fehlen würde, bevor ich mich hier wirklich zu Hause fühlen würde. Mir schienen die Holzpfeiler noch ein wenig zu niedrig, daher fing ich an, noch mehr Holzblöcke zu platzieren. Vielleicht kämen ja noch mehr Neuankömmlinge, für diese brauchte ich dann früher oder später auch noch Wohnraum. Und natürlich bräuchten wir auch eine Art Bürgermeister. Wenn ich jetzt also auf einem Hügel wohnen würde, dann wären doch die Chancen, gewählt zu werden, relativ hoch, oder? Wenn nicht, dann wird halt mit anderen Mitteln gewählt, denn schließlich mag ja jeder die Smaragde hier. Und apropos Smaragde, ich wollte meinen ersten Handel mit Bruce durchführen und fragte ihn, was er mir zu bieten hätte. Ich war überrascht, als ich ein seltsames Hühnerei sah. Ich habe es gekauft und wollte es zum Schlüpfen auf dem Boden platzieren und sah, wie sofort ein Huhn erschien. Das machte ich auch noch mit zwei anderen seltsamen Eiern und schon gab es hier in unserem kleinen Paradies drei Hühner. Naja, nicht ganz Paradies, denn wir waren ja immer noch inmitten eines riesengroßen Labyrinthes. Aber dennoch waren wir hier in der Mitte relativ sicher, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt. Da ich nun wusste, wozu ich die ganzen Smaragde aus der Höhle verwenden konnte, ging ich wieder in diese hinunter, um noch ein paar weitere Monster zu jagen. Der Eingang war schon zu einem großen Teil ausgeleuchtet und ich brauchte keine Sorgen vor Gegnern zu haben. Ich wusste, dass wenn ich es schaffen würde, so viel und so schnell wie möglich auszuleuchten, könnte ich vorher bestimmen, von wo die nächsten Monster mich angreifen würden. Dabei durfte ich aber auf keinen Fall irgendeinen Winkel der dunklen Höhle übersehen, denn dort würden vielleicht noch weitere Monster dann auf mich warten. Okay, hier unten habe ich noch gar nicht ausgeleuchtet. Hoffentlich wartet hier kein Gegner auf mich. Das sieht doch bis jetzt eigentlich noch ganz gut aus. Ist relativ leer noch hier unten, oder?
Boah, bis jetzt habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich... Boah, okay, das war's auch schon mit dem Glück. Moment. Ey, der darf nicht vor mir explodieren, dann war's das. Oh, da bin ich die Friedlinde der Maus gerade erschrocken. Okay, ganz langsam, ganz vorsichtig mit dem Creeper. Ganz vorsichtig. Okay, besiegt. Oh, der lässt auch Smaragde fallen. Das ist richtig gut. Hier ist noch ein Creeper. Aber Moment, ich kann doch... Kann ich nicht theoretisch mit meinem vorgehaltenen Schild dafür sorgen, dass er mir nicht richtig Schaden zufügt? Na, ich probiere es mal später aus. Oh, hier ist noch Eisen. Oh, was ist das? Oh, war das knapp. Oh, das wäre es beinahe gewesen. Okay, mir geht's gut. Was? Oh, von da oben schießen die. Die schießen aus der Dunkelheit auf mich, die Skelette. Moment, ich muss mich erstmal in irgendeiner Ecke verstecken. Jetzt kann ich wieder meine Um-die-Ecke-Schlag-Taktik verwenden. Da haben die Skelette keine Chance gegen. Okay, es sind zwei Stück. Oh, da kommt der hier hoch. Oh, nee, das ist nicht gut. Moment, den kriege ich aber. Der überlebt nicht lange. Yes, easy peasy. Da ich keine Fackel mehr hatte, wollte ich neue herstellen und machte aber den Fehler, in meiner Angst viel zu viele herzustellen. Ist euch sowas auch schon einmal passiert? Was war euer größter Panik-Minecraft-Moment? Das hat sicherlich auch etwas mit einer dunklen Höhle und einem Creeper zu tun, oder? Oh, hier sind jetzt aber ein Haufen Monster. Wo kommen die? Die kommen ja irgendwie alle drüber. Moment, dahinter muss doch irgendwas sein. Oder? Wow, was war denn das da hinten alles? Das waren ja unglaublich viele Monster. Moment, ist denn ein Creeper? Ja, jetzt habe ich... Okay, jetzt weiß ich, wie ich die Creeper am besten aus... Wie viele sind das denn? Das sind ja... Da habe ich noch nichts verloren. Da habe ich noch gar nichts verloren. Bei meinem Erforschen in der Höhle fand ich eine merkwürdige Konstellation an der Wand. Eine Art Kreis, an welchem an der rechten Seite einige Lampen angebracht waren. Diese leuchteten jedoch nicht. Was hatte das zu bedeuten? Als ich dann einen weiteren Gang entlang gelaufen bin, fand ich wieder so einen Kreis. Jedoch war dieser, ich sage mal so, zu dreiviertel mit Lampen ausgefüllt. Was hatten diese Kreise denn zu bedeuten? Bei meiner Erkundungstour gab es auch noch eine ganze Menge an Eisen zu finden. Dieses konnte ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen und nahm es wieder zurück an die Oberfläche. Ich konnte außerdem in den Höhlen auch noch einige Monster besiegen und hatte genügend Smaragde, um wieder mit Blues handeln zu können. Da mein Apfelvorrat immer weniger wurde, freute ich mich, als er mir sein selbstgemachtes Brot für nur 2 Smaragde angeboten hatte. Ich nahm es mit Freuden entgegen und wusste, dass ich so schnell nicht wieder hungern musste. Bruce und ich, wir verstanden uns langsam aber sicher immer besser, aber erzählen wollte er mir immer noch nichts über sich. Ein sehr verschwiegener Mensch. Den Rest des Tages nutzte ich dafür, meine Villa auf dem Hügel noch etwas weiter zu verschönern. Dazu gehörten Fenster und auch eine Tür. Es fehlte zwar noch ein Dach, aber darum würde ich mich später kümmern, denn es wurde langsam Nacht und ich wollte nicht im Dunkeln hier herumlaufen und damit einige Monster aus der Höhle anlocken. Ich bereitete mein Bett vor und war mir schon sicher, was ich am nächsten Tag unternehmen würde. Die Wand der Villa musste endlich fertiggestellt werden, denn ich wollte in der Nacht nicht von irgendwelchen Monstern überrascht werden. In der Villa sollte diesmal alles sortiert sein, daher ordnete ich den Inhalt der Truhen je nachdem, mit welchem Material der Inhalt zu tun haben würde. So gab es eine Truhe für Holz, Stein und auch für Erze. Natürlich wäre das noch längst nicht genug, jedoch wusste ich, dass es für den Anfang ausreichen würde. Ich versuchte mein Glück in der Höhle neben dem Haus und war mir sicher, dass hier unten noch weitere Geheimnisse auf mich warten würden. Ich fand tatsächlich auch noch ein interessantes Vorkommen. Hier unten gab es eine Art Lava oder wie auch immer man das hier beschreiben konnte. Die Steine waren hier unglaublich heiß und ich war mir sicher, dass wenn noch mehr Zeit vergehen würde, diese Steine zerbrechen würden und Lava nach unten fließen würde. Oh, hier gibt es auch noch einen Haufen Creeper, das kann doch gar nicht sein. Oh, die explodieren alle. Aber eigentlich habe ich das Schild bei mir. Oh, was, hier sind auch nochmal... Oder ein Mini-Zombie. Ein Mini-Zombie, den muss ich schnell besiegen. Und die sind richtig schlimme Gegner. Ich muss aufpassen, dass mein Schild nicht kaputt geht. Da oben waren auch gerade, glaube ich, acht Lampen oder sowas, oder? Und was haben wir... Hier ist noch ein Lavasee. Hier gibt es einen Lavasee. Okay, hier sind anscheinend die Steine schon zerbrochen und das Lava fließt hier einfach nur. Die Höhle ist wirklich riesengroß, aber irgendwie scheint es hier wirklich so eine Art System zu geben. Oder irgendwas... Moment, wie geht es denn hier auch noch weiter? Hier ist noch ein Skelett und hier ist auch wieder so ein komischer Kreis. Moment, ich besiege ganz das Skelett und dann gucke ich mal, wie viel an dem Kreis zu sehen ist. Eins nur. Okay, sind das vielleicht irgendwelche Zahlen oder so? Ich meine, das sind ja insgesamt 8 Stück, oder? Wenn ich mich nicht irre? Ne, es müssten 8 Teile sein. Was hat das damit wohl auf sich? Komisch. Irgendetwas musste es mit diesen Kreisen in der Höhle auf sich haben. Mir fiel auf, dass immer eine bestimmte Zahl der Lampen vorhanden war. Alles startete mit der 1 am oberen rechten Rand. Vielleicht war dies ja ein Hinweis, aber es könnte alles natürlich auch ein reiner Zufall sein. Ich wollte mit Bruce darüber reden, aber bis auf ein paar Ha-Lauten brachte er nichts weiter hervor. Wann würde er wohl endlich anfangen, mit mir zu reden? Bevor es dunkel wurde, arbeitete ich noch weiter an meinem Haus und hoffte, dass ich nun endlich das Dach fertigstellen würde. Das würde aber immer noch ein wenig dauern, denn dafür brauchte ich eine Menge an Holzstufen, denn diese eigneten sich hervorragend für das Dach. Ich war mir sicher, dass es nun endlich an der Zeit gewesen ist, das Labyrinth zu erforschen. Vielleicht würde ja Bruce mitkommen wollen. Das glaubte ich aber selber kaum, denn Bruce schien nicht eine Art Mensch für solche Abenteuer zu sein.
Am Morgen von Tag 7 wusste ich sofort, dass ich wieder in die Höhle neben Bruce' Haus gehen musste. Ich wollte die Türen mit den Zahlen noch etwas genauer markieren, da ich dachte, diese würden noch eine große Rolle spielen. Nachdem ich also mein Dach noch etwas weiter gebaut hatte, machte ich mich auf den Weg in den Abgrund. Der Anfang der Höhle war schon sehr gut ausgeleuchtet und mich konnte kein Monster mehr überraschen. Und sollte sich doch mal ein Monster hierher verirrt haben, wäre ich darauf vorbereitet. Meine Rüstung war bereits vollständig und ich hatte außerdem ein treues Eisenschwert bei mir. Die Höhle war doch noch etwas verwinkelter als erwartet und ich musste mit den Schildern ein wenig improvisieren. Aber solange ich einen groben Plan haben würde, könnte ich die Gänge mit den Schildern bestimmt irgendwie nutzen, denn die Lampen an den Türen werden bestimmt eine wichtige Bedeutung haben. Ich fing jetzt sogar an, ganze Passagen zu bauen. Ich wollte diese eigentlich noch mit Türen versehen, aber ich glaube, das wäre ein wenig zu viel des Guten. Aber immerhin hätte ich dadurch einen besseren Überblick und würde genau wissen, wo sich welche Tür befinden würde. Bei meinem Gang durch die Höhlen fand ich sogar einen Weg, den ich zuvor noch nicht erkundet zu haben schien, denn aus dieser kamen einige Monster. Ich nutzte die Gelegenheit gleich aus, um dadurch an einige Smaragde zu gelangen. Denn ihr wisst ja, Monster droppen hier nicht nur typische Gegenstände, sondern auch Smaragde. Und da ich wusste, Bruce war schon ganz scharf auf neue Smaragde, bin ich wieder nach oben gelaufen und habe gleich mit ihm gehandelt. Ich nahm mir sein köstliches, selbstgebackenes Brot und gab ihm dafür einige meiner Smaragde. Jetzt war es an der Zeit, die Hühner zu vermehren. Ich nahm einige Samen meiner kleinen improvisierten Farm und suchte nach ein paar Hühnern. Aber am Ende war es sinnlos, da mir Bruce ja sowieso diese komischen Hühnereier angeboten hatte, wo er die woher hatte. Ich wollte mehr über Bruce wissen, aber er hat nichts gesagt. Vielleicht wusste er ja mehr, als er zugeben wollte. Am Ende des Tages fällte ich ein paar Bäume, denn ich wollte nicht, dass sich hier irgendwelche Monster anschleichen würden. Ich bräuchte unbedingt noch eine bessere Verteidigung für Bruce und hatte dafür auch schon einen Plan, aber diesen würde ich erst später umsetzen. Den gesamten Morgen von Tag 8 brachte ich damit zu, den Inhalt der Truhe in meinem Haus zu sortieren. Ich weiß nicht, ob es euch auch immer so geht, aber sobald ich angefangen habe, alles zu sortieren, kommt früher oder später der Moment, in welchem ich eh wieder alle Gegenstände durcheinander werfe. Aber nichtsdestotrotz ging es nach dem Sortieren der Truhe wieder in die dunkle Höhle. Naja, so dunkel war es jetzt hier nicht mehr, da die ganzen Fackeln hier alles ausgeleuchtet haben. Außerdem gab es hier auch ein paar Magmablöcke an der Wand. Auch von diesen kam ein Licht. Zwar nicht stark, aber dennoch hell. Tiefer in der Höhle fand ich dann das hier. Okay, hier war ich anscheinend noch nicht, denn der Gang war hier noch... Moment, was ist denn das für eine Maschine? Okay, ich drücke einfach mal... Wow. Was ist denn das? Okay, jetzt habe ich irgendwas aktiviert. Okay, ich muss noch herausfinden, was? Was war das denn, bitteschön? Ich war mir sicher, dass das Geräusch, welches ich beim Aktivieren des Schalters gehört habe, von der Maschine kam, welche ich unter dem Wald gefunden habe. Also diese kleine Höhle, die am Anfang noch ganz unscheinbar schien und je tiefer ich hinabstiege, desto merkwürdiger wurde es. Es sah schon fast so aus wie eine Kommandozentrale. Ich glaube, so werde ich auch diesen Ort nennen. Die Kommandozentrale. Naja, ich stieg immer weiter hinab und kam zu dem Zug, der auf einmal zu leuchten anfing. Natürlich musste ich jetzt den großen Schalter an der Wand drücken. Wow, der Zug leuchtet jetzt auf einmal. Moment, ich drücke mal diesen... Oh, was passiert? Wow, was passiert hier? Was passiert hier? Okay, ich bin jetzt am selben Ort wieder rausgekommen? Okay, wow, hier ist jetzt auch einmal alles voller Rauch. Das ist ja krass. Okay. Moment, das ist jetzt hier rot am Rand. Das kann ich jetzt aktivieren. Okay, warte mal, vielleicht hat das ja irgendeine Auswirkung auf den Zug. Moment, ich fahre gleich mal mit dem Zug. Okay, diesmal scheint es woanders hinzugehen. Oh, Hilfe. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, no. Ich glaube, ich habe noch nichts verloren. Ich hau hier ab. Was war denn das für Monster da drinne? Das sieht mir zu gefährlich aus. Ich muss unbedingt erstmal wieder zurück. Das war mir ein wenig zu viel des Guten. In dieser merkwürdigen roten Höhle hätte ich noch nichts verloren. Ich wollte lieber erstmal eine Wache für Bruce erstellen. Dafür eignete sich ein Eisengolem am besten. Ich schnitt dem Kürbis mit Hilfe meiner Schere eine lustige Fratze und besorgte mir mein restliches Eisen. Ich platzierte das Eisen, sodass ein Kreuz gebildet wurde und auf diesem Kreuz setzte ich den Kürbis. Somit war die private Wache von Bruce geboren. Jetzt sollten sich die Monster mal aus der Höhle heraufwagen. Sie werden ihr eisernes Wunder erleben. Am nächsten Morgen wurde ich von einer neuen Benachrichtigung überrascht. Eine neue Person und neue Gegenstände würden sich in der Ladezone befinden. Ich war aufgeregt. Endlich würden Bruce und ich einen neuen Freund kennenlernen. So hofften wir zumindest. Ich dachte mir auch, dass Bruce ungefähr so aufgeregt sein musste wie ich, auch wenn er es nicht so deutlich geäußert hatte. Ich machte mich auf den Weg und fand auch schon gleich den Neuankömmling. Er hieß Boris und genau wie Bruce sprach er nicht viel. Er bot mir aber auch einige Gegenstände zum Handeln an. Er hatte eine Menge Eisen bei sich. Außerdem fand ich wieder ein Ei, welches er mir verkaufen wollte. Er sagte mir, dass daraus ein Schwein schlüpfen würde. Aber seit wann schlüpfen Schweine aus Eiern? Ich dachte mir, dass hier irgendetwas faul sein musste. Ich stieg in die Ladezone und fand die Truhe dort geladen vor. Ich nahm mir ein Eisenschwert heraus, welches besonders scharf geschmiedet zu sein schien. Außerdem war die Truhe voll Brot, Kohle, einem Kompass und einer Uhr. Diese Uhr würde ich nutzen können, wenn ich mich auf den Weg in das Labyrinth machen würde. Aber jetzt war es erstmal an der Zeit, Boris zu Bruce zu bringen. Ich wusste, dass Bruce schon sehr aufgeregt sein musste, denn er würde bald einen neuen Nachbarn bekommen.
Überraschenderweise fuhr Boris gerne mit dem Boot, anders als Bruce. Aber auch Boris schien sehr schweigsam zu sein, denn auf der Fahrt über den See sagte er kein einziges Wort. Naja, vielleicht ein Wort, und das war Meine Aufgabe war es nun, mich um das Haus von Boris zu kümmern. Denn er sagte mir, er habe zwei linke Hände und könnte nicht richtig mit Werkzeug umgehen. Ich dachte mir aber insgeheim, dass es nur eine Ausrede war. Dennoch lag es an mir, das Haus fertigzustellen. Es sollte wie das Haus von Bruce aus Holz bestehen, und es grenzte auch direkt an dem Haus von Bruce. Ich bemerkte, dass beide noch sehr schüchtern waren. Ich konnte mir aber denken, dass sie bestimmt gute Freunde werden würden. Ich meine, etwas anderes blieb uns ja sowieso hier nicht übrig, denn wir waren ja alle gemeinsam gefangen und mussten irgendwie überleben. In diesem Haus platzierte ich ein Bett für Boris. Außerdem stellte ich eine Werkbank her und platzierte auch eine Truhe, denn hier würde Boris all seine Gegenstände lagern können. Ich fuhr ihn mit dem Boot wieder in sein Haus und baute ihm wieder eine Tür aus Holzzäunen. Er fragte mich, warum er keine normale Tür bekommen könnte, aber ich sagte daraufhin, dass die Holzzäune meine normalen Türen wären. Wenn er schon Anforderungen stellte, dann sollte er selbst das Werkzeug in die Hand nehmen. Aber er sagte ja selbst, dass er zwei linke Hände habe. Daher soll er sich mit meinen Baukünsten zufrieden geben. Ich baue doch ein kleines Fenster ein. Somit konnte Bruce mit Boris reden oder auch handeln. Wir werden das schon gemeinsam überleben. Der Tag wurde mit den Ausbessern meines Daches abgeschlossen. Ich habe mich beim Bauen ein wenig verzettelt und somit wurde das Dach etwas schief. Aber lieber ein krummes Dach über den Kopf als ein gerades Dach unter den Füßen. Es wurde nun endlich Zeit, das zu tun, wovor ich mich all die Tage gedrückt habe. Das Labyrinth erwartete mich bereits und ich wusste, dass wenn ich mich nicht beeilen würde, sich irgendwann die Türen wieder schließen würden und dann wäre ich gefangen. Ich verabschiedete mich von Bruce und Boris und machte mich auf den Weg ins Ungewisse. Schon als ich die ersten Schritte in diesem Labyrinth gesetzt habe, überfiel mich die Platzangst und ich wusste, dass mich hinter jeder Ecke der sichere Tod erwarten könnte. Als ich um einige Ecken gebogen bin, fand ich eine Truhe, die sich hier inmitten des Labyrinthes befand. Als ich sie öffnete und hineinschaute, war ich überrascht, denn in dieser Truhe befand sich ein Teil eines alten Tagebuches. Leider fehlten einige Seiten, aber dennoch wollte ich später versuchen, es zu lesen. Damit ich mich im Labyrinth nicht verlaufen würde, überlegte ich mir einen Trick mit meinen Fackeln. Immer wenn ich an einer neuen Abzweigung war, platzierte ich die Fackeln dort, wo ich langlaufen würde. Somit würde ich immer einen Weg zurückfinden, sollte die Zeit knapp werden. Bevor ich mich hier drin aber verlaufen würde, entschied ich mich wieder, den Weg zurückzugehen. Da sich das Labyrinth immer wieder änderte, platzierte ich einen Kürbis am Eingang, um zu sehen, ob dieser später noch dort stehen würde. Vielleicht würden sich ja nur die Eingänge ändern, aber das bezweifelte ich. Dennoch musste ich alles ausprobieren, um mehr über das Labyrinth herausfinden zu können. Ich habe einige Bäume am Eingang zum Labyrinth gefällt, denn dann würde ich sicher sein, auf welcher Seite ich den Kürbis des Labyrinthes platziert hatte. Ich machte mir aber keine großen Hoffnungen, denn selbst wenn der Kürbis am nächsten Morgen noch da sein würde, bedeutete dies, dass sich nur die Wege änderten. Sollte der Kürbis nicht mehr da sein, würde das bedeuten, dass sich alles andere ändern würde. Beide Versionen schienen mir nicht sehr hoffnungsvoll. Ich entschied mich, die Seite des Tagebuchs zu lesen, welche ich gefunden hatte. Ich habe eine andere Höhle unter dem Wald gefunden. Diese ist viel größer und bei weitem gefährlicher. Diese Höhle ist mit schrecklichen Monstern gefüllt und überall gibt es diese merkwürdigen Türen mit diesen verschiedenen Symbolen. Eine der Türen war geöffnet, aber ich habe viel zu viel Angst, um nachzuschauen, was sich dahinter befindet. Wahrscheinlich habe ich ja bereits diese offene Tür gefunden, denn dort hinter dieser Tür gab es diesen merkwürdigen Schalter, welchen den Zug in der Zentrale in Gang gesetzt zu haben schien. Vielleicht wäre ich ja in der Lage, noch irgendwie die anderen Türen zu öffnen, um dadurch noch weitere Stationen für den Zug zu aktivieren. Am Morgen von Tag 11 bin ich direkt zum Eingang des Labyrinthes gelaufen, um nachzuschauen, ob sich der Kürbis immer noch am selben Fleck befinden würde. Ich war so aufgeregt, dass ich alles andere um mich herum vergessen habe. Selbst der guten Morgenruf von Bruce ging an mir vorbei. Moment, hat Bruce etwa gerade... Egal. Ich musste nachschauen, ob der Kürbis noch am selben Platz sein würde. Ich traute meinen Augen kaum, als ich den Kürbis immer noch an seinem alten Platz fand. Das würde also bedeuten, dass die Eingänge immer gleich bleiben würden, sich jedoch die Gänge an sich ändern würden. Ich war bereit und wollte die anderen Eingänge des Labyrinthes erkunden, kam aber am südlichen Tor nicht weit. Denn nach einigen Ecken fand ich mich vor einem geschlossenen Tor wieder. Eisengitter und eine Obsidianwand versperrten mir den Weg. Mit meiner aktuellen Ausrüstung habe ich noch keine Möglichkeit gehabt, diese Wand zu durchbrechen. Sobald ich besseres Werkzeug haben würde, musste ich hierher zurückkehren. Was ich aber wiederum fand, war ein weiterer Tagebucheintrag. Diesmal war es die Nummer 4, also die letzte Seite aus dem Buch. Jetzt bräuchte ich noch zwei weitere Seiten und dann würde das hier alles hoffentlich einen Sinn ergeben. Als ich dann aus dem Labyrinth herausgekommen war, wollte ich sofort zu einer anderen Seite laufen, da ich diesen Bereich noch nicht erkundet hatte. Vielleicht würde ich dort noch weitere Seiten des Tagebuchs finden. Tatsächlich wurde ich auch wieder fündig und hatte somit den dritten Teil des Buches gefunden. Ich musste mich beeilen und schnellstmöglich wieder aus diesem Labyrinth entkommen, denn es wurde langsam Nacht und sollte ich mich nicht beeilen, dann würde mich das Labyrinth mitsamt meiner Ausrüstung verschlingen. Da ich nun schon 3 der 4 Bücher gefunden habe, wollte ich unbedingt noch das letzte fehlende Buch finden und bin deshalb in den letzten Eingang des Labyrinthes gelaufen, in welchem ich zuvor noch nicht gewesen bin. Ich habe wieder meine Fackeln platziert, um einen sicheren Weg nach draußen zu finden und fand dann auch eine Truhe. Voller Hoffnung öffnete ich diese und war mir schon fast sicher, dass ich endlich das Geheimnis lüften würde. Aber leider habe ich falsch gedacht. In dieser Truhe befand sich wieder der vierte Teil. Das bedeutete, dass ich das Labyrinth irgendwie gedreht haben muss, denn in diesem Eingang war ich mit Sicherheit noch nicht gewesen.
Da mich das ziemlich frustriert hatte, wollte ich erstmal etwas anderes unternehmen. Ich entschied mich, die Untergrundbahn zu nutzen und wieder zu der roten Höhle zu fahren. Vielleicht würde ich ja hier noch etwas über das Labyrinth herausfinden. Als ich an der Haltestelle angekommen bin, öffneten sich die Türen und wieder schoss mir eine unglaubliche Hitze entgegen. Ich stieg vorsichtig aus und wurde auch direkt von einem Schweinemensch-Soldaten angegriffen. Was für eine merkwürdige Gestalt. Ich konnte diesen Soldaten schnell besiegen und fand, als ich etwas weiter in die Höhle gelaufen bin, wieder so einen Soldaten. Jedoch schien dieser halb untot gewesen zu sein. Er sah mich anfangs nicht und ich nutzte den Moment der Überraschung aus und griff ihn direkt an. Okay, ich kann versuchen hier noch ein bisschen... Was ist denn das für ein riesengroßes Schwein? Okay, ganz vorsichtig. Okay, Moment, es scheint mich nicht weiter zu verfolgen. Ich muss ja unbedingt weiter erforschen. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas Spannendes drin. Vielleicht kann ich dieses Schwein ja aus der Entfernung besiegen. Wow, hier scheint es ja eine ganze Stadt oder sowas zu geben. Was ist denn das? Wow, die greifen mich da direkt an. Oh, und irgendwelche Feuerbälle werden geschossen. Oh, ich muss ganz schnell hier weg. Ganz, ganz schnell. Oh, sie verfolgen mich immer noch. Und dann kann ich gegen sie kämpfen? Oh, yes, ich kann sie besiegen. Yes, ich werde euch besiegen. Ah, Moment. Wow, zu viel Schaden. Oh nein, das war's. Schnell die Wand zu machen. Boah, war das knapp. Schnell zurück. Ich bin mit dem Zug so schnell wie möglich wieder zurückgefahren und habe mich erst einmal von diesem Abenteuer erholt. Ich musste wieder dorthin zurück, wusste aber nicht, wie ich es mit meiner aktuellen Ausrüstung schaffen sollte. Meine Rüstung war zu schwach und mein Schwert rechnete zu wenig Schaden an. Vielleicht müsste ich mich erst einmal auf andere Dinge konzentrieren. Ich platzierte meine Blöcke, die ich aus der Höhle mitnehmen konnte, und beobachtete, wie sich die Tore wieder schlossen. Ich wusste, das, was ich als nächstes vorhatte, wäre zwar ziemlich riskant, aber vielleicht würde es ja einige Rätsel des Labyrinthes aufdecken. Ich lief aber zuerst zu Bett, denn ich wollte mich für das nächste Abenteuer gut ausruhen. Als ich am 13. Tag zu den Tönen der sich öffnenden Tore wieder aufgewacht bin, kam wieder diese Meldung, dass sich ein Neuankömmling in der Ladezone befinden würde. Außerdem würden in dieser Ladezone auch wieder neue Ausrüstungen auf mich warten. Ich musste sofort hinlaufen und nachschauen, was das sein würde. Als ich den kleinen Wald am Rande des Sees durchquert hatte, wartete auch schon Joe auf mich. Joe war anders als die anderen Menschen, die durch die Ladezone gekommen waren, denn er fing ganz plötzlich an zu reden. Er sagte, dass er von der Organisation geschnappt wurde und ein paar Gegenstände hier mit hineinschmuggeln konnte. Ich war zuerst verwundert, denn die anderen hatten es ja auch geschafft, Gegenstände mit hereinzubringen. Aber als ich noch mehr von ihm erfahren wollte, schwieg er nur noch. Was hat es damit auf sich? Warum konnten die Neuankömmlinge nach kürzester Zeit nicht mehr reden? Oder besser gesagt, warum wollten sie nicht weiterreden? Ich lief zur Versorgungstruhe und fand eine ganze Menge an Eisen. Meinte das hier Joe mit seinen geschmuggelten Gegenständen? Ich nahm sie sicherheitshalber mit, denn wer weiß, was sonst damit passieren würde. Außerdem stellte ich gleich wieder ein Boot her, um Joe damit zu den anderen Menschen bringen zu können. Er braucht natürlich auch wieder eine Unterkunft und ich fing damit an, das Haus oder besser gesagt die Hütte für ihn zu bauen. Langsam entstand hier ein richtiges Dorf. Der Eisengolem würde auch dabei helfen, dieses Dorf zu verteidigen, sollten Monster sich durch die Höhle nach oben wagen. Ich musste langsam daran denken, was sich im Labyrinth befinden würde. Sobald ich damit fertig sein würde, die Hütte von Joe zu bauen, würde ich mich wieder vorbereiten, das Labyrinth zu erkunden. Joe ist für Zeit nach Hause zu fahren. Joe? Wo ist denn Joe hin? Wo ist er denn hingelaufen? Okay, hier ist er nirgendwo. Ähnlich, dass er irgendwie... Ist er hier runtergefallen? Oh, hier bist du, Joe. Ich habe dich schon überall gesucht. Ich dachte, du bist schon in das Loch mit den Monstern gefallen. Okay, jetzt mal aber rein in das Boot hier, okay? Keine Sorge, damit bringe ich dich zu einem sicheren Zuhause. Joe, vertrau mir. Vertrau mir einfach. Geh einfach in das Boot. Ja, genau so ist richtig. Und jetzt setze ich... jetzt hat's geklappt. Perfekt. Joe, hab keine Sorge, ich habe für dich einen wundervollen Ort geschaffen. Hier kannst du gut schlafen. Jetzt war es endlich soweit. Ich habe wieder das Labyrinth betreten und wollte wissen, was sich hier drin noch alles befinden würde. Ich habe ja schon die alten Aufzeichnungen eines ehemaligen Bewohners des Labyrinthes gefunden. Ich glaube sogar, dass es die Person war, die diese Untergrundstation gebaut haben wird. Ich habe wieder meine Fackeltaktik verwendet und damit einen Weg für mich geschaffen, welchen ich einfach wieder zurückgehen könnte. Aber leider habe ich an diesem Tag im Labyrinth keinen sinnvollen Weg gefunden. Daher kehrte ich wieder zurück und baute etwas am Haus von Joe weiter. Ich hatte ganz vergessen, das Dach für Joe weiterzubauen und habe es sogleich erledigt, denn sobald hier Monster auftauchen würden und zufälligerweise in die Hütte von Joe stolpern würden, dann könnte selbst der Eisengolem nicht weiterhelfen. Nachdem ich mit der Hütte fertig war, dekorierte ich auch noch die anderen Hütten mit ein paar Fackeln und ein paar Vordächern. Es war zwar nicht das beste Design, sah aber bei weitem besser aus als eine glatte Wand und außerdem könnten die Bewohner bei Regenwetter ihre Nase nach draußen halten, ohne Angst haben zu müssen, nass zu werden. Der Tag wurde damit abgerundet, Wege zwischen den Häusern zu graben. Dadurch sah es schon viel geordneter aus oder besser gesagt, es sah schon viel mehr nach einem richtigen Dorf aus. Ich fragte mich sowieso, wie lange wir hier noch leben müssen. Vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit, aus diesem Käfig entkommen zu können. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich schon alles im Labyrinth gesehen hatte. Mein Instinkt sagte mir, dass dort drin noch irgendetwas auf mich warten würde. Ich entschied mich, am Tag 14 wieder in das Labyrinth zu gehen und so lange zu suchen, bis ich endlich etwas Sinnvolles gefunden habe. Die Suche dauerte den halben Tag, aber als ich um eine Ecke bog, konnte ich meinen Augen kaum glauben. Vor mir erstreckte sich ein riesiger, würfelartiger Raum und am anderen Ende, also mir gegenüber, gab es einen dunklen, langen Gang. Beim genaueren Hineinschauen stellte ich fest, dass es sich um eine Brücke handelte und auf dieser Brücke war ein ganzer Haufen an Monstern, die bereits auf mich gewartet haben mussten. Ich musste mir eine gute Taktik überlegen, um gegen diese Monster zu kämpfen. Einige von ihnen konnte ich hinauslocken,
anlocken und diese Monster wurden dann direkt vom Sonnenlicht verbrannt. Das funktionierte bei den untoten Monstern sehr gut, jedoch nicht bei den anderen, die sich nicht herauswagen. Eine ganze Menge an Creepern kam auf mich zu und dank meines Schildes konnte ich mich schützen und die Explosionskraft der Creeper gleich für mich nutzen, denn sie schleuderten damit die gegnerischen Monster von der Brücke hinunter. Schritt für Schritt platzierte ich immer mehr Fackeln und leuchtete somit die Brücke immer weiter aus und hinderte die Monster daran, einfach so auf der Brücke erscheinen zu können. Da ich die ganze Zeit meinen Schild zum Schutz gegen die Creeper und gegen die Pfeile nutzte, zerbrach es sehr schnell und ich hatte nun kein Schild mehr, um mich zu schützen. Ich hatte nur zwei Möglichkeiten. Option 1, zurück zum Zentrum des Labyrinthes, aber dafür war es bereits zu spät. Mir blieb also nur Option 2, weiterkämpfen und die Nacht überleben. Ich kämpfte mich so weit vor, dass ich in einen großen Raum mit vielen unterschiedlichen Etagen gekommen bin. An der Wand sah ich einen Schalter und diesen konnte ich auch gleich aktivieren. Was das gebracht hat, weiß ich nicht genau, aber dieser Schalter schien irgendwas in Gang gesetzt zu haben, von dem ich noch keine Ahnung hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite fand ich eine Art Tunneleingang und über diesen gab es eine Truhe, die mit Minecart-Strecken und mehreren Minecarts gefüllt war. Was es wohl damit auf sich hatte? Ich entschied mich, den Tunnel noch nicht zu betreten und erst einmal nachzuschauen, was sich hier sonst noch so im Schatten verbergen würde. Da es eine Unmenge an Monstern gab, konnte ich dadurch gut an Smaragde kommen. Joe und die anderen werden sich bestimmt darüber freuen. Vielleicht finde ich ja noch andere sinnvolle Gegenstände in diesen komischen Hallen. Mir wurden aber die Gegner zu viel und mir war klar, dass ich nicht durch den normalen Eingang fliehen könnte. Daher stieg ich in den Tunnel und war schon gespannt, was mich am anderen Ende erwarten würde. Unten angekommen merkte ich, dass der Tunnel anscheinend endlos zu sein schien. Ich konnte nicht an das andere Ende sehen. Was ich aber wiederum sehen konnte, waren eine ganze Menge an Monster, die hier auf mich lauerten. Okay, hier sind die... Oh, out! Hier sind ein paar Skelettbunkschützer. Da muss ich wirklich aufpassen. Ohne Schild ist das wirklich kaum machbar. Moment, vielleicht kann ich ihn ja... Aber ich habe selber auch einen Bogen. Vielleicht kann ich hier um die Ecke so ein bisschen schießen. Okay, ich muss aber auch wirklich aufpassen, nicht getroffen zu werden. Oh, gefährlich, gefährlich. Was ist jetzt hier hinten? Das ist das Ende. Okay. Push and dig. Okay, ich soll hier anscheinend einen Schalter drücken und graben. Moment, kann ich hier durch? Ne, hier kann ich nicht graben. Was passiert, wenn ich den Schalter drücke? Oh, okay, okay. Hier hat sich jetzt irgendwas geöffnet. Ah, jetzt kann ich hier durchgraben. Okay, aber wo komme ich denn da hin? Endlich hat mich jetzt irgendein Bosskampf oder sowas erwartet. Das wäre ziemlich ungünstig. Okay, Stück für Stück durch. Ganz... Moment, hier ist erleuchtet. Ganz vor... Moment! Ich bin hier in meiner Höhle! Das ist so die Höhle mit den Türen. Hier gibt es also eine direkte Verbindung. Oh, sehr nice. Jetzt hatte ich eine direkte Verbindung zu diesem mit Monstern gefüllten Dungeon. Ich bräuchte also aktuell nicht mehr das Labyrinth zu betreten. Das machte die ganze Situation um einiges einfacher, denn jetzt bräuchte ich lediglich die Höhle neben Bruce Hütte betreten und würde von dort aus in aller Sicherheit zum Dungeon kommen können. Da es bereits Nacht geworden war, entschied ich mich, mich für den nächsten Tag ordentlich auszuruhen. Der 15. Tag brach an und ich wollte mich direkt auf den Weg in den Dungeon machen. Aber zuvor wollte ich noch ein paar Gegenstände gebrauchen können. Ich wollte mir von Bruce noch etwas Essen besorgen und habe dann das hier beobachten können. Wow, ist das ein Enderman hier? Wow, der Eisengolem geht gleich drauf zu. Yes, okay. Oh, das machst du gut. Wow, der hat ihn einfach mal besiegt. Okay, vielen Dank, Mr. Eisengolem. Vielen Dank. Ich werde versuchen, mich irgendwie zu revanchieren. Irgendwie werde ich das schon hinbekommen, also hoffe ich. Den Gang zum Dungeon zu finden war leichter gesagt als getan, denn ich hatte mir den Eingang nicht richtig markiert und in aller Aufregung vergessen, vor welchem, ich sage mal so, Nummerntor sich der Eingang befand. Ich brauchte den ganzen halben Tag allein für die Suche nach dem Eingang. Ich musste mir wirklich eine Möglichkeit überlegen, diesen Eingang besser zu markieren, denn sonst würde es zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Nachdem ich alle Monster im Gang besiegen konnte, wollte ich die ganzen Schienen platzieren, um dann das Minecart benutzen zu können, um schneller voranzukommen zu können. Die Aktion hat den ganzen restlichen Tag gedauert. Ich habe die Länge des Tunnels vollkommen unterschätzt gehabt und war mir nicht im Klaren, wie lange das Platzieren der Minecraft-Strecke dauern würde. Außerdem musste ich hier und da das Gelände ein klein wenig reparieren, da hier schon einige Steine am Boden fehlten. Zum Ende des Tages jedoch war die Kartstrecke fertig und ich konnte diese ausprobieren. Jetzt wusste ich genau, wo der Eingang in den Höhlen war. Ich bereitete mich auf die Erkundung des Dungeons vor und nahm ein paar Gegenstände mit. Dank der Minecraft-Strecke konnte ich mich sehr schnell fortbewegen. Okay, hier muss ich unbedingt noch ein paar mehr Sachen ausleuchten. Was sind das für Dinger? Was sind das da oben für Dinger? Der sah richtig creepy aus. Okay, mehr ausleuchten. Unbedingt mehr. Oh, ein paar Creeper. Okay, aber ich kann die Creeper-Explosion wirklich dafür nutzen, um andere Creeper damit besiegen zu können. Das ist wirklich gut. Und eigentlich gibt es ja auch diese Ranken, an denen ich hochklettern kann. Oh, hier geht's weit nach unten. Und was ist das denn? Vielleicht kann ich den mit Pfeil aktivieren oder sowas? Nee, nicht so richtig. Okay, hier konnte ich runterspringen. Was haben wir denn hier? Okay, jetzt wurde irgendwas in Gang gesetzt. Irgendeine Maschine ist das. Okay, vielleicht gibt es hier oben noch irgendwas. Wow, ich werde angeschaut. Schnell runter. Ich wurde von einem verzauberten Pfeil angeschossen. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Die sind da oben. Ich muss... Oh, die schießen durch mein Schild durch. Okay, was ist denn das hier? Das sind Speere oder wie das heißt hier? Dreizacke. Okay, von allen Seiten werde ich angegriffen. Das war's doch. Ich muss hier irgendwie... Wie sehen die Dinger denn aus? Ich muss hier irgendwie rauskommen. Am besten, ich gehe zurück. Ich muss hier unbedingt raus.
Die Monster in diesem Dungeon waren unglaublich stark. Außerdem hatten sie merkwürdige Köpfe aus Stein. Ich hatte das Gefühl, dass meine Waffen keinen richtigen Schaden angerichtet hatten und daher entschied ich mich, wieder den Dungeon zu verlassen. Vielleicht müsste ich mich ja einfach mal an den Wachen vorbeischleichen. Ich glaube, das werde ich am nächsten Tag einmal versuchen. Am nächsten Morgen war ich wieder bereit, in den Dungeon zu gehen, doch zuvor wurden meine Gedanken von einer neuen Meldung unterbrochen. Ein Neuankömmling und Nachschub waren wieder in der Ladezone. Ich wusste, dass ich mich zuallererst darum kümmern musste, denn wer weiß, was dort auf mich warten würde. Wie immer stellte ich zu Beginn ein Boot her und machte mich dann schleunigst auf den Weg zur Ladezone. Dort angekommen fand ich den Neuankömmling. Es war Tobias und er hatte bereits ein Auge verloren. Er war sehr grimmig und ignorierte mich die ganze Zeit. Das war mir aber egal. Ich untersuchte die Kiste in der Ladezone und war überrascht. Eine verbesserte Eisenrüstung, genau das Richtige für den Dungeon. Ich wusste, dass ich noch bessere Verteidigung bräuchte, ehe ich wirklich erfolgreich den Dungeon durchqueren konnte. Für Tobias baute ich ein Haus mit einer Steinwand. Irgendetwas sagte mir, dass er sich hier wohlfühlen würde. Ich baute sein Haus fertig und stellte ihm auch ein Bett zum Schlafen in die Ecke. Außerdem war es an der Zeit, einen Amboss herzustellen. Und da sich Tobias in diesem Haus wohlfühlte, wollte ich ihm einen Gefallen tun und den Amboss dort platzieren. Langsam aber sicher vertrugen wir uns und die Wogen glätteten sich etwas. Zurück im Dungeon konnte ich endlich diese Wurftränke verwenden, die ich hier bei meinem letzten Besuch gefunden hatte. Okay, dann müsste ich doch eigentlich hier entspannt runter... Es funktioniert! Wow, es funktioniert! Ich kann hier einfach runterfliegen. Ah, das ist ja richtig gut. Aber ich muss auch irgendwie wieder nach oben kommen. Okay, jetzt bin ich hier unten. Jetzt habe ich auch Sprungkraft. Okay, jawohl, ich bin unbesiegbar. Ich bin hiermit unbesiegbar. Jetzt, da kann ich doch am besten gleich mal den Spawner hier abbauen. Perfekt. Oh, ich werde auch gleich beschossen. Ah, das ist nicht gut. Schnell weg. Okay, was haben wir denn hier? Komme ich hier vielleicht irgendwie hoch? Nicht. Oh, was ist das? Was ist das? Zurück. Schild hoch und zurück. Bitte komm hier nicht durch. Oh nein, das hat mir irgendeinen komischen Effekt gegeben. Warum sind denn meine Herzen auf einmal schwarz? Was ist denn das, bitteschön? Okay. Das Monster kommt hier nicht durch. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich muss ja irgendwie fliehen. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich bin hier irgendwie jetzt gefangen oder sowas. Aber hier kann ich an den Ranken hochklettern. Ja, hier komme ich hoch. Perfekt. Vielleicht habe ich hier oben einen besseren Überblick. Okay, kann ich die paar Leitern platzieren, die ich hier gefunden habe? Oh, ich brenne. Oh, gar nicht gut. Das war's. Moment. Was mache ich denn jetzt am besten? Komme ich hier jetzt irgendwie runter? Da hinten sind diese komischen Feuerviecher. Moment, vielleicht... Oh, gerade so überlebt. Ich muss mich irgendwo verstecken. Was mache ich jetzt nur? Was soll ich jetzt machen? Da unten warten diese Dinger. Mein Glück war mal wieder größer als mein Können und ich konnte die erste Nacht im Dungeon sicher überleben. Ich wurde zwar ab und zu von ein paar Monstern angegriffen, konnte mich aber sicher verteidigen und mich haben auch die ganze Zeit diese komischen Spinnen-Wither-Reiter gejagt. Dieser Dungeon war auch voller Parcours-Passagen, die ich ein Glück einigermaßen gut überstehen konnte und überall haben mich diese ganzen Skelettbogenschützen beschossen. Ich musste wirklich darauf achten, nicht irgendwo in die Tiefe zu fallen und auch die Sprünge richtig zu meistern, aber das hat einigermaßen gut funktioniert und ich konnte mich um die ganzen Gegner hier kümmern und die haben auch teilweise ziemlich viele Smaragde gedroppt. Okay, mit dieser einen Potion müsst ihr eigentlich ziemlich leicht runterkommen hier, oder? Tatsächlich, es funktioniert. Es funktioniert, ich kann einfach runterschweben. Perfekt. Okay, ich muss den Moment noch nutzen. Und hier irgendwie... Okay, weg hier, Zombie. Ja, perfekt, der Weg ist frei. Noch schnell irgendwie hier noch einen anderen Weg finden. Okay, weiter. Wie viel habe ich denn noch? Wie viel Zeit? Ich weiß das gar nicht. Aber ich springe einfach rüber. Schaff ich's? Ah, nicht ganz. Vielleicht hier rein. Wow, der Zombie hat mich weggedrückt. Das gibt's doch nicht. Durch die ganzen verschiedenen Ebenen und Verwinkelungen schien dieser Dungeon endlos und ich musste mir einen Weg überlegen, um nach unten oder nach oben zu kommen. Ich meine, nach unten ist es ja ziemlich einfach. Man muss einfach runterspringen. Und ich habe tatsächlich auch einen dieser Schalter gefunden, die ich aktivieren musste und dachte mir, okay, hier muss ich runterspringen. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ich hatte auch einen Schleimblock dabei und dachte mir, okay, den kann ich vielleicht richtig nutzen. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Unten angekommen, konnte ich dann endlich diesen Schalter aktivieren und wieder gab es dieses merkwürdige Geräusch. Ich wusste gar nicht mehr, wie viele Schalter ich noch aktivieren musste, aber mir war klar, es waren noch längst nicht alle. In einer versteckten Truhe, die ziemlich weit oben lag, hatte ich das Glück, einige Diamanten zu finden und vor allen Dingen auch einige Leitern und Ranken, die ich hier wahrscheinlich überall platzieren konnte, um dann die verschiedenen Ebenen erreichen zu können. In diesem Dungeon hatte man total die Zeit aus den Augen verloren und ehe ich mich versah, kam auch schon die Meldung, dass sich die Tore wieder schlossen. Ich meine, an sich war das ja für mich kein großes Problem, denn ich konnte durch den Tunnel wieder nach Hause, aber irgendwie schien es trotzdem sehr beängstigend. Ich war mir sicher, dass ich mit meinem aktuellen Schild eine gute Chance gegen diese Feuerspucke haben würde. Denn beim letzten Mal hatte ich ja kein Schild dabei und musste fliehen, aber jetzt konnte ich ihre Feuerschüsse einfach mit dem Schild abwehren. Und dadurch hatte ich ein leichtes Spiel. Oh, wieder Parcourszeit. Okay, hier muss ich wirklich ganz vorsichtig rüberspringen, weil wenn ich hier runterfalle, was das wird. Wow. Ha, der Creeper kommt ja nicht rüber. Okay, perfekt. Hier muss ich wirklich ganz langsam Schritt für Schritt rüber. Oder Sprung für Sprung, besser gesagt. Okay, noch ein kleines bisschen. Geschafft. Jetzt muss ich hier hochklettern. Okay, das schaffe ich aber auch noch. Was ist denn hier oben für eine Truhe? Was ist denn ein Dreizack? Was soll ich denn mit dem Dreizack? Das ist nicht so eine extrem overpowerte Waffe? Ich weiß es nicht genau. Ich nehme auf jeden Fall erstmal sicherheitshalber mit. Das kann man auf jeden Fall noch gut gebrauchen.
Mit einem meiner geheimen Ninja-Tricks hatte ich es geschafft, mich an einer anderen Wand festzuhangeln. Oder sagen wir es mal besser so, ich hab's probiert. Die Ranken haben gut gehalten und es hätte auch eigentlich funktionieren sollen. Aber ich bin dann leider ausgerutscht und nach hinten übergefallen. Ein Glück nicht an Fallschaden gestorben, ein Glück. Und komischerweise, je weiter ich in den Dungeon vorgedrungen bin, desto mehr Monster erschienen. Also es wurde wirklich unglaublich viel und ich musste aufpassen, nicht von den Creepern in die Luft gesprengt zu werden. Hier und da haben die ganzen Creeper auf mich gewartet und ich hatte aber dann das Glück, wieder eine Truhe zu finden, in welcher sich wieder so ein magischer Trank befand, mit dem ich wieder langsam runterfallen konnte. Dann fand ich sogar noch eine Truhe mit einem ziemlich guten Verzauberungsbuch und ich dachte mir, dass ich das vielleicht auf meine Rüstung zaubern könnte. Ich wusste natürlich nicht, ob ich dafür eine Eisenrüstung nehmen sollte oder vielleicht sogar meine Diamanten nutzen sollte, um daraus eine Diamantenrüstung zu bauen. Bevor die Sonne wieder aufgegangen ist, bin ich sicherheitshalber nach Hause gegangen, um meine Ausrüstungsgegenstände wieder zu reparieren. Letztendlich habe ich mich dann doch dafür entschieden, die Diamanten gleich zu nutzen, um mir daraus eine stärkere Rüstung zu craften. Und diese wollte ich natürlich auch gleich verzaubern. Ich wusste nicht, wie viele meiner Diamanten ich verwenden sollte, habe mich dann aber dafür entschieden, wirklich alle zu verwenden, um damit eine komplette oder fast komplette Diamantrüstung zu craften. Die Verzauberung hat auch gut funktioniert und jetzt war ich bereit, wieder in den Dungeon zurückzukehren. Zurück im Dungeon konnte ich mit Hilfe eines Sprungtrankes einen nächsten Schalter erreichen und auch diesen aktivieren. Jetzt brauchte ich nicht mehr viele, bis sich das Haupttor öffnen würde. So dachte ich zumindest. Oh nein, das war's. Oh nein, noch so ein Ding, noch so ein Ding. Oh nein, noch ein Herz. Ich muss weg. So schnell wie möglich weg. Oh, verfolgt mich dieses Ding. Ich darf mich nicht umdrehen, einfach laufen. Einfach immer weiter laufen. Das verfolgt mich, das war's. Oh nein, schnell hoch. Lauf, schnell hier auch noch hoch. Okay. Verfolgt mich das Ding immer noch? Ah ne, das klettert da hoch. Oh, ein Skelett-Bogenschütze. Vielleicht kann ich ja probieren, mit meinen Ranken hier mich irgendwie an die Wand festzuhangeln. Moment, vielleicht schaffe ich das. Jupp, und... Oh, no. Oh, war das knapp. Oh, ich hab's überlebt. Oh nein. Okay, das mache ich definitiv nie wieder. Ich kämpfte mich durch eine noch größere Horde an Monstern und fand dann endlich auch noch einen Schalter. Dieser war diesmal ganz oben im Dungeon und ich wusste erst gar nicht, wie ich hierher kommen sollte, aber tatsächlich hat ein Weg hier hochgeführt. Jetzt war es an der Zeit, noch ein oder zwei Schalter zu finden, so hoffte ich. Und auf meinem Weg dorthin fand ich einen Spawner, den ich natürlich sofort abbauen wollte, und mich hat dann eines wieder dieser Spinnenreiter überrascht. Dieses komische Monster, was überall hochklettern konnte. Aber zu meinem Glück war ein Creeper da und hat mir geholfen, oder besser gesagt unabsichtlich geholfen. Das hat dieses komische Spinnenvieh einfach besiegt. Wie immer habe ich hier im Dungeon total die Zeit aus den Augen verloren und schon brach der nächste Tag an. Ich habe dann auch in einer Gruppe den letzten Schalter gefunden und musste mich hier ganz vorsichtig runterhangeln, denn es war alles voller Creeper. Und naja, diese Creeper haben sich wieder mal selber in die Luft gejagt. Ich konnte den letzten Schalter aktivieren und musste jetzt das Haupttor suchen. Was würde mich dort erwarten? Das würde ich gleich herausfinden. Oh, jetzt leuchten alle Lampen. Okay, ich bin bereit. Ich hoffe mal, dass mich hier irgendwo kein Bossgegner oder sowas erwartet. Ne, was ist denn hier? Eine Schatztruhe. Okay, was ist da drin? Okay, schnell aufmachen. Gucken. Okay. Wow, das ist interessant da. Ah, weiße Wolle. Ah, Moment. Das muss doch jetzt zu diesem Zug in der Maschine zurück, oder? Naja, und ich bin dann zurück zur Maschine gegangen und habe auch versucht, die weiße Wolle dort zu platzieren. Ich war ziemlich überrascht, denn es kamen irgendwie immer mehr Monster hier in diese Höhle. Es war am Anfang, glaube ich, nicht so. Jedenfalls kann ich mich nicht so richtig dran erinnern. Ich rüstete dann die weiße Wolle aus, oder habe sie besser gesagt ausgewählt und dann auch platziert. Und schon hatte ich meine erste Aufgabe erfüllt. Es fehlten aber noch eine ganze Menge an anderen Aufgaben. Ich war aber auch bereit, mich diesen zu stellen. Es würden bestimmt bald neue Bewohner kommen, oder besser gesagt ein neuer Bewohner. Und für diesen wollte ich gleich mal ein Haus bauen. Und ich dachte mir, okay, bis jetzt waren es immer ganz normale Holzhäuser oder so ein Steinhaus. Wie wäre es jetzt einfach mal mit so einem kleinen Steinturm? So ein bisschen wie so ein Magieturm, dachte ich mir. Dann habe ich ihn auch weitergebaut. Ich wusste auch, okay, ich brauche mir eine Schaufel und tatsächlich habe ich mich dann dafür entschieden, einen meiner Diamanten zu opfern und eine Diamantschaufel zu bauen. Ich meine, die craftet man ja auch wahrscheinlich nur ein einziges Mal, weil die so eine lange Haltbarkeit hat und einfach so viel Erde abbauen kann. Das hatte ich dann auch gemacht und habe dann diesen Turm fertig gebaut. Aber am Ende war es halt dann doch kein Turm, sondern wohl eher doch ein rundes Haus, sage ich mal. Es sah aber besser aus als eines dieser viereckigen Häuser, die ich bis jetzt gebaut habe. Oder sagen wir mal so, es war eine gute Abwechslung. Und tatsächlich, wie bereits erwartet, war am nächsten Morgen ein Neuankömmling in der Ladezone. Ich musste sofort wieder hin und ich wusste auch genau, ich brauche wieder ein Boot. Denn sonst würde dieser Neuankömmling wahrscheinlich irgendwie durch Zufall in dieses Loch der Monster stürzen. Ich habe ihn auch schon gleich gesehen und bin mit dem Boot sofort hingerudert und war schon gespannt, was er mir zum Handel anbieten würde. Denn bis jetzt war es ja immer so, dass sie etwas Bestimmtes immer dabei hatten. Ich habe ihn angesprochen und es war tatsächlich George. Und George hat mir Lapis Lazuli angeboten und tatsächlich auch einen Spawner, womit ich einen dieser Pilzkühe bekommen könnte. In der Truhe fand ich dann tatsächlich auch noch ein Buch mit Featherfalling, was im Dungeon eine gute Hilfe gewesen wäre. Aber ich war jetzt eigentlich schon fertig mit dem Dungeon, deshalb brauchte ich dort nicht wieder hin zurück. Und George hat sich dann auch frecherweise in mein Haus eingesiedelt. Aber ich wollte ihn rausholen, denn es war ja eigentlich mein Haus und ich wollte darin wohnen. Und deshalb habe ich einfach ein Boot vorne
unten platziert, aber dort hat einfach immer wieder die Türen geschlossen. Letztendlich hat es dann doch funktioniert und er ist dann, ich sag mal so, freiwillig eingestiegen. Ich habe ihn dann in seinen Turm, oder besser gesagt, naja, sieht er aus wie ein Gefängnisturm, in seinen Gefängnisturm gebracht. Ich stolperte wieder in das Labyrinth, denn ich wusste, ich brauchte jetzt den nächsten Dungeon. Ich habe den ersten einfach so abschließen können, oder was heißt einfach so, besser gesagt war es ziemlich schwierig. Und ich habe dann tatsächlich auch im Labyrinth einen neuen Eingang gefunden, der geöffnet war, und zwar die große Nummer 5. Ich wusste überhaupt nicht, was es damit auf sich hatte, und hier erschien es wieder so ein bisschen zu sein wie in dem ersten Dungeon. Und zwar so ein paar verschiedene Ebenen, so ein paar verschiedene Gänge, die ich erstmal erkunden musste. Ich habe dann auch ein Glück wieder diesen Gang gefunden, der mit diesen Minecart-Schienen verbunden werden sollte. Das heißt, ich hatte einen Weg zurück. Das war schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe dann tatsächlich auch noch ein paar andere Steine gefunden und diese auch gleich genutzt, um mir eine Treppe zu bauen. Oder besser gesagt, eine Treppe an die Wand zu zimmern. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und habe dann auch durch Zufall einen nächsten Eingang gefunden. Und zwar den Eingang in eine Art Eishöhle oder was auch immer das war. Natürlich war diese Höhle wieder überfüllt mit Monstern. Das scheint am Anfang irgendwie immer so zu sein. Oder es liegt daran, dass ich im Hardcore-Modus spiele und dadurch einfach viel mehr Monster spawnen. Jedenfalls, da hier drinnen keinerlei Lichtquelle war, spawnten hier so viele, unglaublich viele Monster. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber eigentlich waren hier ab und zu wieder die paar Creeper, die mir geholfen haben, die anderen Gegner zu besiegen. Das war mein großer Vorteil. Und ich habe mich dann wieder Stück für Stück vorgearbeitet und immer mit meinen Fackeln ein bisschen immer weiter ausgeleuchtet. Ich habe auch gemerkt, wie die Kälte in dieser Höhle langsam in meine Adern floss. Also es war ein ganz, ganz komisches Gefühl, denn irgendwie war hier drinnen, weiß ich nicht, die Luft extrem kalt. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionierte. Aber nichtsdestotrotz habe ich weiter erforscht. Ich habe dann auch gemerkt, dass unter dieser Brücke, auf der ich gelaufen bin, wahrscheinlich Wasser sein musste. Jedenfalls hoffte ich das. Aber im nächsten Moment würde ich es schon herausfinden, denn die Monster haben angefangen, mich von der Brücke zu schubsen. Oder besser gesagt, wurde ich von irgendwas anderem runtergeschubst. Ich wusste nicht genau was, aber es hatte einen extremen Knockback-Effekt. Ich bin runtergefallen und dachte, es wäre es gewesen. Aber tatsächlich war hier unten alles voller Wasser. Das war ein gutes Zeichen, denn das würde meinen Sturz immer wieder federn. Ich fand auch schnell wieder den Wasserfall, der nach oben geführt hat und wusste, okay, es ist gar nicht so gefährlich, immer wieder nach unten zu fallen. Denn das würde wahrscheinlich noch oft passieren. An der Wand, oder besser gesagt an den Klippen, die an der Wand waren, oder auf den Klippen, waren diese Skelettbogenschützen. Nur ich nenne es mal besser Skelettscharfschützen. Denn sie hatten einen verzauberten Bogen, oder besser gesagt verzauberte Pfeile, ich wusste es nicht genau. Und diese würden mich sehr, sehr weit von der Brücke schleudern. Deshalb musste ich mir erstmal vornehmen, diese Skelette zu besiegen. Was ist das denn für komisch? Warum sind die so schnell? Was ist das für Skelette? Die hab ich ja noch. Wow, nein. Die machen extrem viel Schaden. Ich muss weg hier. Oh, nein. Oh, ist das knapp. Oh, noch knapper. Einfach laufen. Moment, wo gehe ich jetzt am besten hin? Okay, hier hochziehen. Okay, am besten an den Ranken hoch. Kommen die auch hoch? Bitte klettert nicht. Oh, die können nicht klettern, okay. Jetzt kann ich die von hier oben einfach besiegen. Okay, ich habe meinen Bogen dabei, perfekt. Ey, war das knapp. Was waren denn das bitte für Skelette? Das war ja richtig weird. Nachdem ich dann diese, ich nenne es mal verfluchten Skelette besiegt habe, konnte ich wieder meine alte Aufgabe verfolgen. Und zwar wollte ich die Skelettbogenschützen, oder besser gesagt die Spawner der Skelettbogenschützen, am Rande der Brücke am Rande der Klippe abbauen. Denn dadurch könnten nicht noch mehr Skelettbogenschützen spawnen. Ich habe es beim ersten geschafft und wurde sofort wieder runtergeschossen. Mir war klar, dass ich für die anderen Spawner eine andere Taktik brauche. Deshalb habe ich einen dieser Endermans besiegt und dadurch auch eine Enderperle bekommen. Da hatte ich wirklich Glück gehabt. Ich habe mich entschieden, an den Creepern, die noch auf der Brücke auf mich warteten, einfach vorbeizulaufen und die Enderperle zu werfen. Und bin dann tatsächlich auch auf der Klippe gelandet. Und hier hat auch ein Spawner auf mich gewartet. Zu meinem Glück war noch kein Skelett gespawnt, deshalb konnte ich diesen Spawner einfach abbauen. Und hinter diesem Spawner befand sich eine Truhe mit ziemlich viel von diesem Eis und auch anderen Sachen. Und ich dachte mir, okay, das nehme ich wahrscheinlich erstmal mit, um dann daraus vielleicht das nächste Gebäude für einen Bewohner zu bauen. Ich habe dann noch den letzten Spawner auf dieser Brücke abgebaut und war mir dann sicher, okay, jetzt kann ich sie total einfach überqueren und bräuchte keine Angst zu haben, hinuntergeschossen zu werden. Bevor ich jetzt weiter den Eis-Dungeon erforschen würde, dachte ich mir, dass ich erstmal zurückkehren musste, um meinen Vorrat aufzufrischen. Und gleich im selben Atemzug würde ich damit auch die ganzen Minecart-Schienen setzen, denn dadurch würde ich mich schneller bewegen können. Ich wusste, früher oder später würde wieder ein Neuankömmling kommen. Und diesmal wollte ich auch schon wieder vorbereitet sein. Ich meine, dieser Gefängnisturm war jetzt fertig. Jetzt war es an der Zeit, mal was ganz anderes zu bauen. Ich wollte ja schon mit dem Gefängnisturm etwas Besonderes anfangen, aber es sah dann trotzdem wie ein normales Gebäude aus. Deshalb entschied ich mich, so eine Art Eis
Eisgefängnis zu bauen. Oder besser gesagt, ein Haus auf dem Wasser, was eigentlich schon so vom Eis umgeben war. Es sollte so ein bisschen magisch wirken. Und das hat eigentlich auch mit dem Eis, was ich in der Höhle vom Eisdungeon gefunden habe, relativ gut geklappt. Und sah am Ende auch ziemlich gut aus, würde ich mal sagen. Ich habe dann tatsächlich auch noch die Seelaternen benutzt, die ich gefunden hatte. Und dadurch halt auch noch die ganzen Gebäude ausleuchten können. Am Ende des Tages habe ich dann noch in der Höhle einen weiteren dieser merkwürdigen Schalter gefunden. Und die sind auch sofort aktiviert und ich wusste, jetzt könnte ich mit dem Zug in dieser Untergrundbasis wieder zu einem neuen Ort reisen. Am nächsten Morgen war ich bereit, sofort zu diesem Zug zu rennen. Mich hat der Ice Dungeon jetzt erstmal nicht weiter interessiert. Ich wollte wissen, was denn die nächste Station in diesem Zug sein würde. Okay, Moment, der Schalter ist gedrückt, jetzt kann es losgehen. Oh, ich bin gespannt, wo geht's hin? Okay, angekommen. Das sieht mir aus wie so ein Eingang in der Höhle oder sowas. Wow, es ist so eine riesengroße Höhle. Was ist denn das? Okay, wo bin ich denn hier gelandet? Das sieht ja fast aus wie ein Dorf oder so. Ah, das ist alles voller Illager. Das ist ein Illager-Dorf oder so. Oh, den Spawner schnell abbauen. Schnell abbauen. Okay, bevor irgendwelche Illager spawnen. Ich weiß nur, dass die extrem stark sind, aber bis jetzt nur alles voller Zombies. Deswegen ist eigentlich alles in Ordnung hier. Okay, oh, Moment, da kommen sie. Oh, da kommen sie. Ein Villager-Zombie. Oh, ich bin blind, das kann doch gar nicht sein. Die haben verzauberte Pfeile. Ich muss schnell zurück. Das kann doch gar nicht sein. Oh, hoffentlich verfolgen die mich. Ja, die verfolgen mich. Oh, no. Wo ist mein Schwert hin? Das kann doch gar nicht sein. Okay. Die schießen sich erstmal alle gegenseitig ab. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich kann ja meinen Dreizack versuchen zu benutzen. Und den kann ich immer wieder aufsammeln. Perfekt. Zielen und Bär. Oh, die machen so viel Schaden. Ich konnte entkommen und wusste, da werde ich definitiv jetzt erstmal so schnell nicht wieder hingehen. Also es war bei weitem schwieriger als dieser Eis-Dungeon, den ich hatte. Also ich wusste jetzt, okay, ich muss mich ein bisschen weiter vorbereiten. Ein bisschen noch meine Ausrüstung verbessern. Ein bisschen vor allen Dingen auch diese goldenen Karotten herstellen. Ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist. Denn diese Karotten, die waren irgendwie, glaube ich, besser als Fleisch? Ich weiß es nicht genau. Schreib es gerne unten in die Kommentare, was besser ist. Dieses Rindfleisch, das Gebratene oder diese goldenen Karotten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann ein weiteres Gebäude gebaut. Ich wusste, ich hatte mein Eisgefängnis, aber ich wollte jetzt noch so einen anderen Turm haben. Denn ich wusste, okay, irgendwann wird wieder ein neuer Bewohner kommen. Und ich wollte vorbereitet sein. Ich wollte genug Häuser haben, damit hier wirklich alle sich auch wohlfühlen würden. Am Morgen von Tag 24 wusste ich sofort, was mein nächstes Ziel sein würde. Ich würde wieder zu dieser unterirdischen Eisenbahn gehen wollen. Oder zu diesem unterirdischen Zug, besser gesagt. Denn ich hätte ja an dem vorherigen Tag diesen Schalter aktiviert. Und jetzt wollte ich erforschen, wohin mich dieser Schalter führen würde. Und als ich unten angekommen war, schaute ich mich sofort um. Und tatsächlich war es so, eine neue Farbe erleuchtete. Und ich drückte sofort den Schalter und stieg in die U-Bahn. Als ich dann in der neuen Haltestelle ausgestiegen bin, traute ich meinen Augen kaum. Vor mir erstreckte sich das Universum. Oder sagen wir es mal so, das eine Art Weltraum. Oder wie man das auch immer nennen konnte. Auf jeden Fall schwebten vor mir diese merkwürdigen Gebäude in der Luft. Es war total merkwürdig. Ich dachte mir, okay, das muss ich sofort erforschen. Was würde sich hier verbergen? Und würde ich hier auch wieder diese Wolle finden, die ich bräuchte, um diese Maschine zu betreiben? Ich stieg sofort in das erste Gebäude und schaute mich um. Und kaum habe ich eines dieser Gebäude betreten, wurde ich auch schon angegriffen von diesen komischen Monstern. Und sobald sie mich mit ihren Projektilen getroffen hatten, fing ich an zu schweben. Aber nur für eine bestimmte Dauer. Ich meine, der Vorteil daran war, dass wenn ich die Zeit nicht aus den Augen verlieren würde, ich einfach damit nach oben fliegen konnte. Und das habe ich tatsächlich dann auch gemacht und bin dadurch in eine höhere Ebene dieser Gebäude gelangt. Und hier habe ich mich dann auch umgesehen und tatsächlich auch einige Truhen gefunden. Und diese Truhen hatten ziemlich gutes Loot. Oh, perfekt. Jetzt bin ich hier oben hingekommen. Jawohl. Oh, da ist auch gleich eine Truhe. Wow. Oh, was ist denn hier alles drin? Moment. Ey, die Dinger explodieren auch. Oh, tatsächlich. Dann muss ich... Was ist denn das? Was ist das für ein komisches, großes Monster? Oh, jetzt schwebe ich wieder. Oh. Nicht nochmal treffen lassen. Moment. Ich muss ja irgendwie wieder nach unten kommen. Oh, war das knapp. Was ist diese komischen Dinger hier? Ich kann diese Attacken dieser Schwebedinger wirklich gut dafür verwenden, hier einfach rüber zu fliegen. Das passt doch perfekt. Und ich muss nur einfach aufpassen, dass ich hier nicht in die Tiefe falle, weil dann war es das wirklich. Okay. Ja, das hat gar nicht so viel Schaden gemacht. Aber wenn ich hier wirklich an den Abgrund falle, ich glaube, dann war es das wirklich. Ich glaube, dann ist es wirklich vorbei mit mir. Aber Moment, komme ich hier vielleicht irgendwo rein in diesen Turm? Ich werde hier draußen die ganze Zeit bombardiert von diesen komischen fliegenden Marshmallows oder was auch immer das ist. Okay, vielleicht gibt es hier oben noch irgendwas Besonderes. Ich brauche unbedingt Wolle. Wo kriege ich diese Wolle her? Durch Zufall entdeckte ich dann einen merkwürdigen Weg. Oder besser gesagt, es war kein richtiger Weg, sondern das Ende einer Brücke, die zu einem bestimmten Schiff hinführte. Und ich wusste genau, da musste ich hin. Ich musste aber etwas genauer planen. Ich würde dafür diese Kugeln dieser Monster nutzen, denn diese haben dafür gesorgt, dass ich einfach schweben kann. Und dadurch würde ich vielleicht auch einfach zu diesem Schiff rüberschweben können. Moment, jetzt muss ich es einfach nur noch richtig abpassen. Ich muss einfach nur dieses Ding irgendwie locken. Ah, von da oben schließt auch jemand. Okay. Moment, vielleicht kann ich ja diese Kugel nutzen. Fliegt irgendwas hinterher? Yes, es funktioniert. Okay, jetzt muss ich das Ding nur noch treffen. Oh, was, wo liegt das denn? Okay, ich bin getroffen. Schnell rüberfliegen. Oh, das wird dieser Marshmallow. Rüberfliegen.
Ich darf jetzt aber nicht zu hoch fliegen. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Hier muss ich irgendwie wieder landen. Der Schwebeffekt hat aufgehört. Perfekt. Oh Moment, vielleicht muss ich auch hier ganz hoch. Boah, ich sehe, wie diese Feuerbälle an mir vorbeifliegen. Die Marshmallow-Feuerbälle. Oh, nein, Skelettbogenschütze. Ah, den schubst du schnell runter. Boah, diese ganzen Sterne um, oder was? Ist das irgendwas, diese... Boah, das sieht krass aus. Unglaublich. Okay, kann ich dieses Marshmallow-Ding besingen von hier? Boah, ui, war das knapp. Das müsste eigentlich funktionieren, oder? Oh, boah. Boah, das war richtig dumm von mir. Okay, Moment, das Ding kriege ich doch. Das Ding... Ah, ich geh einfach in das Schiff rein. Was haben wir denn hier? Tränke. Oh, Potion of Healing. Oh, die nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr gut. Okay, was ist hier? Yes, die Wolle. Die pinke Wolle. Oh, die nehme ich auf jeden Fall mit. Dafür bin ich ja hier gewesen. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie wieder nach Hause finden. Und tatsächlich habe ich dann wieder den Weg nach Hause gefunden. Oder besser gesagt, die Brücke nach Hause. Ich wusste nur noch nicht, wie ich dorthin kommen sollte, denn sie war ganz schön weit weg. Aber beim zweiten Gedanken wusste ich sofort, okay, ich brauche wieder diese Schwebedinger. Ich bin dann auch zu dieser Brücke hingeschwebt und dachte mir, das wäre es jetzt gewesen. Ich war ziemlich weit oben. Aber zu meinem Glück hatte ich verzauberte Schuhe an. Und diese verzauberten Schuhe sorgten dafür, dass der Fallschirm mich nicht ganz so fertig gemacht hat. Ich stieg also wieder in die Bahn und fuhr zurück zu meiner Heimat. Oder besser gesagt, zu meiner jetzigen Heimat. Als ich dann mit dem Zug die Haltestelle erreicht habe, habe ich sofort die pinke Wolle platziert und bin dann sofort nach Hause gelaufen. Denn ich wollte unbedingt den anderen davon erzählen, was ich hier erlebt habe. Am Morgen von Tag 25 hatte ich ein neues Ziel. Ich wollte das Labyrinth weiter erforschen, musste aber zuallererst meine Sachen sortieren und habe mir dann von Tobias diese merkwürdigen Kuh-Eier getradet. Und mit diesen Kuh-Eiern konnte ich mir dann tatsächlich Kühe heraufbeschwören. Und diese Kühe durften leider nicht allzu lange leben, denn ich brauchte unbedingt Nahrung für meine Reise durch das Labyrinth. Mit genug Ausrüstung und genug Nahrung bin ich dann wieder in die Höhen geklettert und habe dann versucht, diese Verbindung zu diesem Eisdungeon zu finden. Und ich habe dann einen etwas anderen Weg gefunden. Und zwar hat sich jetzt wieder eines dieser Türen geöffnet. Und ich bin natürlich sofort in diesen Eingang hineingelaufen und wurde mal wieder von einem Haufen Monstern überrascht. Aber ein Haufen Monster heißt natürlich auch was Gutes, denn ein Haufen Monster bedeutet ein Haufen Emeralds. Okay, ich aktiviere wieder den Schalter. Ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt, oder ist auch noch ein Creeper. Oh, war das knapp. Schnell weg hier. Schnell weg. Letztendlich habe ich dann doch den Eingang in diesen Tunnel gefunden und habe dann dadurch den Weg wieder zurück zu diesem Eisdungeon gefunden. Und hier gab es auch wieder eine ganze Menge an Monstern, die auf mich bereits warteten. Aber tatsächlich nicht so viele wie vorher. Ich war beruhigt, denn die Spawner am Rand hatte ich ja bereits abgebaut und somit gab es keine Scharfschützen mehr, die auf mich gezielt haben. Etwas weiter tiefer in der Höhle fand ich dann das hier. Ein Eisbärenreiter. Habe ich zuvor noch nie gesehen. Und das Problem war, auf diesem Eisbärenreiter, oder besser gesagt, auf diesem Eisbären war halt dieser Kämpfer. Und dieser Kämpfer hatte eine verzauberte Waffe. Und diese Waffe hat extrem viel Schaden angerichtet. Ich habe mich dann immer weiter vorgekämpft und kam dann zu diesem Eingang hier, zu einem riesengroßen Berg. Und ich wusste genau, ich musste langsam aber sicher wieder zurück, denn meine Waffen und mein Schild und auch meine Ausrüstung würden nicht mehr lange durchhalten. Deshalb machte ich mich wieder auf den Weg zurück und war bereit, am nächsten Tag hier weiter zu erforschen. Am nächsten Morgen wollte ich sofort zurück zur Eishöhle, doch dann überrascht mich wieder eine Meldung. Und zwar gab es wieder einen Neuankömmling in der Ladezone. Ich musste natürlich sofort wieder hin. Und natürlich gehört dazu auch wieder ein Boot zu craften, denn wie sonst soll ich den Bewohner hier wieder zu meinem wundervollen Dorf bringen? Oh, da drüben ist er, der Neuankömmling. Herzlich willkommen in unserem Paradies, Eric. Was hast du... Wow, du hast Bücher dabei und Goldblöcke. Oh, das können wir hier definitiv gut gebrauchen. Also du bist hier herzlich willkommen. Oh, was hast du denn mitgebracht hier unten? Was haben wir denn hier in der Truhe? Wow, okay. Das sind nämlich auf jeden Fall so viele Kohleblöcke. Ich meine, das ist ganz schön viel. Eric und ich sind dann zusammen in das Boot gestiegen und wir sind zurück zum Dorf gefahren. Jetzt brauchten wir natürlich noch ein kleines Häuschen für Eric und ein Glück hatte ich schon ein bisschen was gebaut. Und in diesem neuen Gebäude sollte Eric jetzt nun auch wohnen. Das war dieser Turm am Ende des Dorfes. Ich meine, also so ein halber Turm. Es könnte ein bisschen größer sein, klar, aber ich meine, es war schon schick und Eric schien sich hier auch wohlzufühlen. Jedenfalls hat er nichts anderes behauptet. Ich meine, er hat auch nicht gesagt, dass er sich unwohl fühlt. Deshalb gehe ich davon aus, dass er sich wohlfühlen würde. Die Bücher, die Eric mir verkaufen wollte, erinnerten mich daran, dass ich eigentlich endlich mal einen Zaubertisch bauen wollte. Und daher habe ich angefangen, so ein kleines Häuschen für diesen Zaubertisch oder besser für die ganze Zauberei Sachen zu bauen. Denn dafür braucht man nicht nur den Zaubertisch, sondern auch die Bücherregale. Das habe ich dann auch gleich gemacht und konnte somit dann endlich meine ganzen Sachen verzaubern. Das einzige Problem war, dass ich noch bei weitem mehr Erfahrungspunkte bräuchte, denn damit konnte ich dann tatsächlich meine Sachen wirklich vollständig und perfekt verzaubern und jetzt konnte ich sozusagen nur halb verzaubern. Am Ende war das aber immer noch besser als gar nichts. Da es ein leichtes war, die pinke Herausforderung zu schaffen, dachte ich mir, okay, fange ich mal mit der nächsten an. Deshalb habe ich den nächsten Schalter aktiviert und bin wieder in diese U-Bahn gestiegen.
Und die nächste Haltestelle war ziemlich merkwürdig. Es war alles sehr dunkel und von überall kamen diese Monstergeräusche. Ich meine, überall, wo ich hingelaufen bin, kam dieser Creeper-Explosionssound. Ich dachte jeden Moment, dass ein Creeper hier explodieren würde. Und im Minecraft-Hardcore-Modus war das eigentlich schon das Todesurteil. Aber am Ende stellte sich heraus, dass es einfach nur Geräusche waren. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hier war. Es sah aus wie eine psychiatrische Anstalt oder sowas. Es war total merkwürdig. Es gab überall diese Betten, es gab diese Versuchsräume überall und es flogen auch diese merkwürdigen Gestalten umher, die schon fast aussahen wie Geister oder wie Wahnvorstellungen, würde ich schon fast sagen. Ich meine, ich musste wirklich aufpassen, hier drin nicht verrückt zu werden. Ich fand dann einen Raum, in dem ziemlich viele Monster gefangen waren. Das war an sich schon sehr merkwürdig, denn warum waren hier auf diesem Fleck so viele verschiedene Monster? Ich meine, an sich war das für mich überhaupt kein Problem, denn es bedeutete für mich Erfahrungspunkte und vor allen Dingen auch Smaragde, die ich dann zum Beispiel wieder mit Eric traden könnte. Aber das war jetzt nicht das größte Problem, denn das andere Problem war die große Dunkelheit, die hier andauernd war. Ich wusste nicht, wer mich die ganze Zeit aus dem Nichts angreifen würde. Jo, da schießt irgendjemand aus der Dunkelheit auf mich. Warte mal, da kann ich aber mit einem Pfeil antworten, oder? Habe ich getroffen? Ja, perfekt. Okay, nee, immer noch jemand. Ich sehe nichts, das kann gar nicht sein. Moment, vom Buch schießt er, Okay, da muss ich einfach einen Pfeil zurückschießen, oder was? Nee, tatsächlich ist hinten ein Skelett noch. Das gibt's doch gar nicht. Aus der Dunkelheit geschossen, es ist wirklich gruselig hier. Ich bin dann tatsächlich auch in einen Raum gekommen, der ziemlich merkwürdig war. Hier gab es einen großen Tisch mit einer Säge dran. Hier wurde anscheinend irgendein Experiment durchgeführt, aber ich hatte echt keine Ahnung, was für ein Experiment. Ich habe mich dann noch ein bisschen weiter umgeschaut und habe dann auch eine Truhe gefunden. Ich dachte erst, ich hätte die Wolle gefunden, aber so war das nicht. Hier gab es nur merkwürdige Sachen in der Truhe. Ich kam dann auch noch zu einem anderen Gang und hier gab es lauter, ich nenne es mal Zellen oder was auch immer das waren. Also verschiedene Räume für verschiedene Patienten. Ich will gar nicht wissen, was dieser Ort noch für dunkle Geheimnisse hat, aber irgendetwas schien hier nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Ich meine, warum war ich denn jetzt auf einmal hier? Ich konnte mich nicht erinnern, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Ich hatte keine Ahnung, wie ich hier wieder wegkommen sollte. Ich wusste nur, dass ich Wolle finden sollte. Aber warum? Warum suche ich hier nach Wolle? Ich meine, warum bin ich denn überhaupt hier? Ich habe mich noch weiter durch die Horden von Monstern gekämpft und immer wieder kamen diese Geister aus dem Nichts auf mich zu. Aber ich konnte sie eigentlich besiegen und sie haben auch, als sie gestorben sind, oder besser gesagt, als ich sie besiegt habe, auch wieder Smaragde fallen lassen, die ich natürlich sofort wieder mitgenommen habe. Als ich mich dann noch weiter umgesehen habe, fand ich dann eine Art Fahrstuhl. Aber leider war dieser defekt, deshalb musste ich mich mit meiner Spitzhacke nach unten bauen. Aber das Problem war, es ging wirklich steil nach unten und ich wusste nicht, was da unten auf mich warten würde. Deshalb musste ich mich so ganz vorsichtig an dem Rand mit den Steinen, die ich gefunden hatte, nach unten bauen. Und als ich dann unten angekommen war, war ich froh, dass ich nicht einfach nach unten gesprungen bin, denn es warteten bereits eine Unmenge an Monster auf mich. Nachdem ich dann die ganzen Monster besiegt hatte, kam ich dann in den letzten Raum und hier war auch der Gang wieder mit Eisengittern versperrt. Ich habe diese Eisengitter sofort abgebaut und habe geguckt, was hier auf mich wartete und es war eine Truhe mit der Wolle. Jetzt wusste ich auch, warum ich hier war. Ich wollte diese Wolle suchen, um diese U-Bahn-Station wieder in Gang zu bringen. Ich musste sofort zurück, ich musste sofort hier wieder weg, denn ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich hatte das Gefühl, dass dieser Ort nach und nach meine Seele gefangen genommen hat. Also ich konnte mich halt auch an immer weniger Sachen erinnern, außer als ich dann die Wolle aufgesammelt hatte. Dann wusste ich sofort, was meine Aufgabe war. Ich musste wieder zurück und das habe ich auch gemacht. Ich habe die U-Bahn-Station gefunden, bin zurückgefahren und habe dann die Wolle platziert. Ich war froh, dieses Labor verlassen zu haben und die Wolle daraus mitgerettet zu haben, denn ich hatte das Gefühl, dass das bis jetzt die schlimmste Herausforderung war. Aber ich sollte mich irren, denn es warteten bereits viel, viel schlimmere auf mich. Aber zuerst sollte ich die machen, vor der ich mich schon lange gedrückt habe. Und zwar wollte ich zurück zu dem Eis-Dungeon. Das habe ich dann auch gemacht und ein Glück hatte ich auch die ganzen Scharfschützen besiegt. Jetzt wollte ich endlich diesen Berg erklimmen. Jetzt wollte ich endlich wissen, was am anderen Ende auf mich warten würde und ob ich hier auch wieder Wolle finden würde. Ich bin den Berg dann hinaufgeklettert und fand dann tatsächlich auch einen Wasserfall, der zu einem Eisschloss geführt hat. Aber das war mir noch ein bisschen zu riskant, deshalb bin ich wieder umgedreht und nach Hause gelaufen. Ich wollte unbedingt wieder meine Ausrüstung verbessern, bevor ich dieses Eisschloss erforschen würde. Ich war mir nicht sicher, ob meine Ausrüstung bereits für diesen Eis-Dungeon ausreichen würde, denn dieses Eisschloss sah ziemlich gefährlich aus. Deshalb entschied ich mich erstmal noch, das Labyrinth weiter zu erforschen und andere Dungeons ausfindig zu machen. Ich meine, vielleicht würde ich ja noch etwas anderes Interessantes finden, was nicht ganz so schwierige Monster haben würde. Ich habe also wieder den halben Tag damit zugebracht, das ganze Labyrinth zu erforschen, aber auch mit Erfolg. Denn ich habe tatsächlich wieder Glück gehabt und eines dieser Tore gefunden. Und dieses Tor war auch offen. Und zwar war es diesmal die Nummer 4. Es blieb mir aber immer noch ein Rätsel, warum diese großen Zahlen dort standen. Was hatten sie für eine Bedeutung? Vielleicht würde ich das ja später noch herausfinden, aber zur Zeit hatte ich überhaupt keine Ahnung, was das bedeuten würde. Ah, hier geht es weiter. Wow, was ist denn das? Das sieht ja merkwürdig aus. Ich meine, die Sonne scheint hier durch, aber trotzdem ist es stockdunkel. Die Schattenwüste. Ich meine, ich nenne den Ort jetzt mal die Schattenwüste.
Das passt ja perfekt dazu. Ich gehe am besten in das erste Gebäude hier rein, weil die Gegner draußen sind mir einfach zu viele. Wow, was gibt's denn hier unten? Das sieht ja aus wie so eine Pyramide oder sowas, wo ich drin bin. Oh, okay, hier warten auch schon die ersten Gegner auf mich. Eigentlich habe ich mein Schild dabei. Ich meine, damit kann man gut Skelettbogenschützen abwehren. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie ein Zombie-Krieger oder sowas. Wow, hier gibt's einen Haufen Gold. Ich meine, bin ich jetzt damit ein Grabräuber oder was? Nicht, dass mich hier irgendein Fluch trifft oder sowas. Oh, was ist denn das hier unten? Das sieht ja auch interessant aus. Oh, und einen Spawner sofort abbauen. Oh, Glück gehabt. Okay, da perfekt. Also das ging jetzt eigentlich relativ einfach hier. Auch die Gegner waren bis jetzt sehr, sehr entspannt. Vielleicht ist das diesmal eine Herausforderung, die einfach zu schaffen ist. Oh, was ist denn das hinten? Als ich dieses Monster da unten in dieser Pyramide gesehen habe, habe ich natürlich sofort die Flucht ergriffen. Denn irgendwie hatte mich dieses Monster verflucht. Aber der Fluch wurde dann ein Glück wieder aufgehoben, sobald ich die Wüste verlassen habe. Ich habe natürlich dann wieder diesen Tunnel gesucht, um wieder zurück zu meinem Haus zu kommen. Und diesmal hat dieser Tunnel zu einer Kanalisation geführt. Als ich diese dann durchquert habe, kam ich dann wieder an diesem Ort, wo ich diesen Schalter drücken konnte. Und dann konnte ich wieder graben. Aber diesmal musste ich irgendwie gerade nach oben. Das war merkwürdig. Und vor allen Dingen konnte ich damit in den Himmel schauen. Das bedeutete nicht, dass ich in einer Höhle war. Wo würde ich jetzt hier rauskommen? Ich grub erstmal den Weg frei und habe mich dann mit Steinen nach oben gebaut und habe dann festgestellt, dass ich mitten im Labyrinth war. Das war wirklich merkwürdig. Ich meine, wie soll ich denn jetzt schnell nach Hause kommen? Und vor allen Dingen, was würde jetzt hier im Labyrinth auf mich warten? Ich wusste nur, ich durfte nicht bei Nacht hier sein. Ich habe mich sofort umgeschaut und merkte dann, dass ich mich bereits vor dem Ausgang, oder besser gesagt vor dem Eingang, oder je nachdem, wie man das sehen möchte, befand. Denn hier fand ich auch einen Kürbis und dieser Kürbis war eindeutig das Zeichen dafür, dass es hier nach draußen ging. Ich musste jetzt die ganze Nacht aushalten und aufpassen, nicht erwischt zu werden von diesen Kreaturen. Und habe es tatsächlich auch geschafft. Und am nächsten Morgen ging dann das Tor auf. Ich war noch nie so froh, diese Meldung zu sehen. Noch nie so froh war ich darüber, endlich hier rauskommen zu können, dass sich endlich diese Tore öffneten. Der Morgen von Tag 30 begann damit, dass ich von den Bewohnern die Gegenstände handeln wollte. Ich habe schon wieder vollkommen vergessen, was mir die ganzen Bewohner angeboten haben. Daher fing ich an, alle einzeln zu befragen und wollte wissen, was mir diese verkaufen würden. Ich konnte keinen Bewohner finden, der mir etwas angeboten hat, was ich zurzeit gebrauchen könnte. Daher entschied ich mich wieder, ein Kuhei zu kaufen. Diesmal war es aber keine normale Kuh. Die Kuh, die jetzt herumlief, war eine seltene Pilzkuh. Vielleicht würde sie mir ja noch einen Vorteil bringen, aber um ehrlich zu sein, bezweifelte ich das sehr. Jetzt war ein neues Gebäude für einen der zukünftigen Neuankömmlinge an der Reihe. Diesmal sollte es eine schwebende Insel werden, oder besser gesagt, ein schwebendes Haus. Um dann auf die schwebende Insel kommen zu können, habe ich mich dafür entschieden, Ranken am Rand der Insel zu platzieren. Ich hoffte, dass diese nach und nach immer weiter nach unten wachsen würden und ich dann an diesen auf die Insel klettern könnte. Da ich so bald wie möglich wieder in die Wüste der Dunkelheit zurückkehren wollte, musste ich zuerst meine Ausrüstung reparieren. Ich hatte dafür genügend Eisen bei mir und im Notfall würde sogar einer der Bewohner mit mir Eisen handeln. Außerdem hatte ich auch genügend Erfahrungspunkte. Ich konnte also damit all meine Ausrüstung reparieren und war nun bereit, wieder in die Wüste zu gehen. Da sich aber der Tag dem Ende entgegenneigte, entschied ich mich, noch in der Nähe meines Hauses zu bleiben. Ich legte mich schlafen und war bereit, am nächsten Tag in das Labyrinth zu gehen. Jedoch habe ich nicht damit gerechnet, dass am nächsten Morgen ein Neuankömmling in der Ladezone sein würde. Natürlich habe ich so schnell wie möglich wieder ein Boot gebaut und habe mich dann auf den Weg zur Ladezone gemacht. Hier wartete bereits Adam auf mich. Adam brachte von außerhalb des Labyrinthes eine ganze Menge an interessanten Materialien mit. Am meisten interessierten mich die Erfahrungsfläschchen, die er bei sich trug. Für nur einen Smaragd tauschte er mir eine ganze Flasche. Das war ein unglaublich guter Deal, denn dadurch konnte ich immer wieder meine Rüstung reparieren und noch viel besser, in Zukunft sogar neue Rüstung verzaubern. Ich schaute außerdem in der Truhe in der Ladezone nach und fand eine ganze Menge an Lapisblöcken und dazu auch noch ein sehr gutes Verzauberungsbuch. Mir war klar, dass ich Adam so schnell wie möglich in Sicherheit bringen musste, denn er hatte zurzeit die besten Gegenstände zum Handeln bei sich. Ich entschied mich für ihn, einen besonderen Ort zu suchen und wählte dafür das Eisgefängnis aus. Ich meine, dieser Ort hatte eh schon etwas Magisches und die Gegenstände, die Adam angeboten hatte, waren ja auch in gewisser Weise magisch. Ich probierte natürlich gleich mal den Handel mit den EXP-Flaschen aus und bekam dadurch sogar noch mehr Erfahrungspunkte, also nur vom Handeln. Das war ein sehr gutes Zeichen und ich hatte sogar schon große Pläne mit den Erfahrungspunkten. Ich machte mich wieder auf den Weg in die Wüste der Dunkelheit. Bevor ich wieder in eine der Krypten gelaufen bin, wollte ich die anderen Gebäude untersuchen. Ich fand einen kleinen Banditen-Außenposten, der bereits von Monstern überrannt wurde. Dank meiner Fackeln konnte ich hier etwas ausleuchten, aber die Dunkelheit der Wüste verschlang fast jegliche Art von Licht. Ich musste aufpassen, nicht von den Monstern überrascht zu werden. Etwas weiter in der Wüste fand ich eine Grube gefüllt mit Lava. Was hier wohl passiert ist? Das sah nicht natürlich aus, sondern eher, als wäre hier ein Komet oder etwas Ähnliches eingeschlagen. Vielleicht war es sogar die Folge eines Experimentes. In diesem Labyrinth war sowieso alles ein wenig seltsam. Aus einer Art Pyramide griffen mich wieder seltsame Kreaturen an.
Ich wurde auch anscheinend wieder verflucht, denn ich hatte die ganze Zeit so ein Hungergefühl und außerdem fühlte ich mich krank. Irgendetwas hier in dieser Wüste schien nicht natürlichen Ursprungs zu sein. Unter diesen Umständen zu kämpfen fiel mir natürlich nicht leicht, aber dank meiner goldenen Äpfel war ich in der Lage, die Gesundheit, die ich verloren hatte, schnell wiederzubekommen. Ich suchte die Pyramide nach möglichen Hinweisen zu diesem Fluch ab, fand aber nur diese fliegenden Geister, die natürlich sofort auf mich zugeflogen kamen. Was haben sie hier versteckt? Ich war bereit, alles herauszufinden, war mir aber nicht sicher, ob meine Ausrüstung dafür ausreichen würde. Zusätzlich zu den ganzen negativen Effekten gab mir diese Flugmonster Brandschaden. Ich musste schleunigst dort weg. Zu meinem Glück hatten die Monster, die mich die ganze Zeit verfluchten, auch einen Nachteil. Ich konnte sie, wie auch immer, durch die Wände sehen und dadurch wusste ich, wo sie sich versteckt hielten. Ich war mir sicher, dass ich im normalen Zweikampf keine Chance gegen ein solches Monster haben würde. Daher entschied ich mich, einfach in die Höhle hineinzukramen und nur einen kleinen Spalt zwischen mir und dem Monster zu lassen. Dadurch hatte ich die Möglichkeit, mit meinem Schwert durchzuschlagen, ohne dass das Ding die Möglichkeit gehabt hatte, mich zu treffen. Das war eine gute Entscheidung, denn hinter dem Monster tauchten unglaublich viele Untote auf. Vielleicht war ja das Monster, welches mich verflucht hatte, eine Art Pharao, und das waren alles seine Untertanen. Ich kämpfte immer weiter und bemerkte, dass noch mehr solcher Pharao-Monster auftauchten. Ich besiegte aber auch diese und erkundete dann den Raum. Ich sah ein Schild an der Wand, auf welchem stand, dass es den Waffenschmied beschwören würde. Ich dachte mir, dass das eine Art Boss sein würde und drückte den Schalter. Aber schnell stellte ich fest, dass es nicht so war, denn plötzlich erschien die Meldung, dass ein Neuankömmling in der Ladezone wäre. Ich war überrascht. Ich wusste, dass das ein gutes Zeichen wäre. Ich erkundete den Raum weiter und fand zwei Goldblöcke. Unter diesen gab es einen Spawner, wahrscheinlich für dieses Pharao-Monster. Ich baute diese natürlich sofort ab und machte mich wieder auf den Weg zurück zum Zentrum des Labyrinthes. Ich wollte wissen, wer denn jetzt in der Ladezone sein würde. Ich erreichte die Oberfläche leider wieder zur Nachtzeit. Ich musste also wieder warten, bis die Sonne aufgehen würde. Als sich dann am Morgen von Tag 32 die Tore öffneten, rannte ich sofort zu der Stelle, an der der Neuankömmling sein sollte. Ich sah ihn auch schon, wie er hinter dem Eisgefängnis geschwommen ist. Anscheinend wollte er sich vor mir verstecken, aber warum nur? Ich lief sofort zu ihm und es stellte sich heraus, dass Harry tatsächlich ein Waffenschmied sei. Er bot mir allerhand verschiedenster Waffen mit unterschiedlichen Verzauberungen an. Das Beste, was er bei sich hatte, war ein Netherite-Schwert. Ich wusste, dass ich dieses Schwert dringend benötige und habe es sofort gegen Smaragde eingetauscht. Damit hatte ich ein unglaublich starkes Schwert. Dieses musste ich natürlich noch verzaubern, damit es sein volles Potenzial erreichen würde. Dafür brauchte ich wieder eine ganze Menge an Erfahrungspunkten, aber dank Adam, der seine EXP-Tränke verkaufte, war das kein Problem. Da ich leider zu wenig Smaragde hatte, wusste ich, ich musste wieder in die Schattenwüste. Hier gab es eine ganze Menge an Monstern, was natürlich etwas Gutes war, denn dadurch würde ich schnell wieder an Erfahrungspunkten und an Smaragden gewinnen. Mein Ziel war es, die Wüste Stück für Stück auszuleuchten und dadurch würden weniger Monster spawnen und ich hätte die Gelegenheit, ohne Gefahren weiter zu erforschen. Das Ausleuchten der Wüste hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen und da ich hier kaum erkennen konnte, ob es Tag oder Nacht war, war ich überrascht, als plötzlich wieder die Meldung kam, dass die Tore sich schließen würden. Ich wusste, dass die Schattenwüste noch weitere unzählige Gefahren für mich bereithielt. Daher fand ich es als beste Lösung, wieder zurückzukehren und meine Ausrüstung zu verbessern. Vor dem Tor wartete ich wieder, bis es sich am Morgengrauen wieder öffnen würde. Adam tauschte wieder seine selbst gebrauten Erfahrungsflaschen gegen meine Smaragde und dadurch hatte ich wieder genügend EXP. Es gab wieder nicht die erwartete Verzauberung und ich entschied mich letztendlich, das Schwert beiseite zu legen und später zu verzaubern. Ich bin wieder an das Labyrinth gegangen und habe es noch etwas weiter erforscht. Ich fand den Eingang zur Herausforderung Nummer 1 und war mir sicher, dass ich diese erkunden würde. Wow, das sieht ja krass aus. Okay, hier sind lauter solcher Steinsäulen. Oh, okay, ich krieg tatsächlich ein bisschen Angst, dass mich hier irgendwo ein großes Monster angreifen wird. Also, wow, das ist ziemlich beängstigend, wenn die hier so versetzt aneinander geordnet sind. Wow, okay, Moment. Da muss ich jetzt aber wirklich aufpassen, nicht, dass mich hier irgendwas angreift. Ah, hier ist ein Eingang. Okay, das ist der Eingang zur nächsten Herausforderung. Was ist denn da? Ist das ein Dschungel? Oder? Wow, ein Skelett. Okay, aber das ist kein Problem. Das sieht mir hier aus wie ein Dschungel oder irgendein tiefer Wald oder sowas. Wo geht's denn hier hin? Das ist ja spannend. Die Herausforderung vor mir war ein dunkler Wald, in welchem es nur so von Monstern wimmelte. Ich hatte einige Fackeln dabei, war mir aber sicher, dass diese nicht ausreichen würden und ich dringend weitere brauchen würde, um weiter voranzukommen. Ich zerstörte einige Spinnspawner und fand dann auch noch eine Truhe. In dieser gab es einige Goldbarren und auch Erfahrungsflaschen. Diese konnte ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Da ich nicht genügend Fackeln bei mir hatte, entschied ich mich, den typischen Weg zurückzugehen. Auch hier gab es wieder eine Möglichkeit, mit Hilfe von Minecarts in der Nähe vom Zentrum des Labyrinths zu gelangen. Ich war jedes Mal erleichtert, einen solchen Weg gefunden zu haben, denn nichts ist schlimmer, als hier gefangen zu sein und keine Möglichkeit zu haben, zurückzukommen.
Der Notausgang von der Challenge Nummer 1 befand sich leider wieder mitten des Labyrinthes. Und da es wieder Nacht geworden war und sich die Tore verschlossen haben, musste ich warten, bis wieder die Sonne aufging. Ich entschied mich, in der Nähe des Ausganges zu bleiben, bis letztendlich die Sonne wieder aufgehen würde. Als dann letztendlich die Meldung kam, dass sich die Tore wieder öffnen würden, bin ich losgelaufen und habe in der Sicherheit des Tages nach dem Zentrum des Labyrinthes gesucht und es dann letztendlich auch gefunden. Jetzt war es an der Zeit, meine ultimative Waffe herzustellen. Dafür nahm ich das Netherite-Schwert und verzauberte es. Jetzt hatte es Rückstoß 2 und ich wusste, ich könnte es noch stärker machen. Ich nahm ein verzaubertes Buch und fügte dem Schwert noch Verbrennung der Stufe 2 und Schärfe der Stufe 4 hinzu. Jetzt war ich bereit, es mit allen Monstern aufzunehmen. Ich verbesserte noch einige Teile meiner Rüstung und versorgte mich mit Lebensmitteln. Ich wusste, dass die goldenen Karotten sehr gut waren. Daher verwendete ich das Gold aus der Pyramide und nutzte außerdem noch Knochenmehl, um mir so schnell wie möglich so viele Karotten wie möglich zu besorgen. Jetzt war ich bereit, wieder in das Labyrinth zu gehen. Ich wusste nicht, ob ich zuerst in die Schattenwüste oder in den Wald des Grauens gehen sollte. Ich entschied mich für den Wald, da die Monster hier noch nicht so stark schienen. Im Wald lebte eine ganze Menge an Spinnen und ich musste aufpassen, nicht von ihnen vergiftet zu werden. In einer Truhe fand ich Nemesis der Gliederfüßer auf Stufe 5. Das war eine gute Verzauberung gegen die Spinnen, jedoch wäre hier auch der Fluch des Verschwindens dabei. Aber um ehrlich zu sein, hatte ich keine Ahnung, was dieser Fluch ausrichten würde. Wisst ihr es? Dann schreibt's gerne unten in die Kommentare. Mit meinem neuen Schwert war ich in der Lage, Monster anzuzünden. Jedoch musste ich unbedingt aufpassen, nicht selber von den brennenden Monstern in Brand gesteckt zu werden. Oh, wo geht's denn hier rein? Ah, hier muss ich wahrscheinlich hin. Okay, perfekt. Was ist denn das? Wow, der Pfeil gerade, das war knapp. Ist eine Art Dungeon hier, oder was? Eigentlich habe ich hier die goldenen Karotten mitgebracht. Okay, die heilen ziemlich gut. Ah, Moment. Ein Spawner. Der muss schnell abgebaut werden. Der muss sehr schnell abgebaut werden. Okay, perfekt. Was haben wir denn? Ah, da hinten ist auch noch ein Spawner. Kann ich den von hier aus abbauen? Bestimmt, oder? Yes, perfekt. Okay, jetzt kann ich die Truhe gucken. Oh, einen Haufen Gold. Richtig gut. Das nehme ich auf jeden Fall alles mit. Boah, die ganzen Minispinnen hier, die vergiften so. Das ist ja richtig unangenehm. Aber man kann sie. Oh, wären das viele. Ah, das wären richtig viele. Nein. Zurück. Das war's. Oh nein. Aber eigentlich habe ich die goldenen Karotten. Okay. Schnell heilen. Weg. Schnell weg. Okay, geschafft. Hier kann ich den Spawn hier auch noch abbauen und den? Den wahrscheinlich auch noch abbauen. Okay, perfekt. Wunderbar. Ah, da hinten ist auch noch. Wie viele Spawner sind denn hier? Da brauche ich mich nicht wundern, dass hier so viele Spinnen sind. Das ist wirklich heftig. Wofür geht's denn hier noch hin? Das ist wirklich ein ziemlich großes Gebäude. Ja, hier haben wir auch noch was. Okay, alles klar. Aber jetzt geht's hier noch weiter nach unten. Ich bin mal gespannt, wo mich das hinführt. Ah, da falle ich lieber nicht runter. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Okay. Am anderen Ende des Kerkers gab es einen Weg nach unten und ich schaute natürlich sofort nach, was mich dort unten erwarten würde. Alle Spawner, die ich bis hierhin gesehen habe, habe ich entweder abgebaut oder mit Fackeln versehen, damit dadurch nicht noch mehr Monster spawnen würden. Jetzt fand ich mich in einer großen Höhle wieder und ich wurde von merkwürdigen, doppelten Spinnen angegriffen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber komischerweise hatten die Spinnen in diesem Bereich des Dungeons 16 Beine und 2 Köpfe. Aber dank meines Schwertes konnte ich auch diese schnell besiegen. Dennoch musste ich aufpassen, nicht von den Spinnen vergiftet zu werden. Ich habe wieder nicht mitbekommen, wie schnell die Zeit vergangen ist. Aber kaum habe ich mich versehen, war es schon Tag 35. Das wusste ich daher, dass die Meldung kam, dass sich die Tore wieder öffneten. Oh, ich komme hier nochmal von diesen merkwürdigen doppelten Spinnen. Boah, schnell weg. Boah. Okay, aber anscheinend können die nicht vergiften. Oh, was ist das denn? Noch ein Spawner, den baue ich da. Boah, wie viel sind denn das? Diese ganzen Augen hier. Ah, das war's. Oh nein. Das war's. Okay. Aber die können nicht so schnell schwimmen. Potion of Healing, perfekt. Oh, wie schnell ist denn das Ding gerade geschwommen? Was war das denn bitte? Okay, sind die langsam oder schnell? Ich kann den Dingern hier nicht vertrauen, aber eigentlich habe ich mein Superschwert dabei. Okay, perfekt. Ey, diese Doppelspinnen. Oh, was ist das denn für ein Eingang? Oh, perfekt. Ich hoffe mal, jetzt greift mich hier kein großes Monster an. Aber die Spinnen kommen läuft ja nicht hinterher, das ist gut. Oh, was ist denn das? Oh, eine Schatztruhe? Okay, Moment. Da schaue ich mal nach. Mal schauen, was da drin ist. Wow, perfekt, die grüne Wolle. Oh yes. Oh, perfekt, jetzt muss ich nur noch zurückkommen. Okay, das wird leicht. Mit der grünen Wolle in der Tasche habe ich schnell wieder den Spinnendungeon verlassen können und mich gleich wieder in Richtung Zentrum des Labyrinthes gemacht. Ich habe auch sofort all meine Smaragde in Erfahrungsflaschen eingetauscht, denn vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit, meine Ausrüstung noch weiter zu verbessern. Aber zuvor wollte ich die Wolle platzieren. In der Nähe der Maschine befand sich eine ganze Menge an Monstern und wegen meiner Rot-Grün-Schwäche habe ich Ewigkeiten gebraucht, um die Wolle richtig platzieren zu können. Letztendlich habe ich die richtige Stelle gefunden. Damit habe ich 4 Challenges bestanden. Jetzt wartet natürlich noch ein weiterer Ort auf mich, den ich bereits schon viele Male besucht habe, die Schattenwüste. Ich wusste, dass ich an diesem Ort auch Wolle finden musste und dafür würde ich durch die dunklen Gänge der Pyramide laufen müssen. Zuvor habe ich aber so viele Fackeln wie möglich platziert, denn dadurch würden, wie bereits angesprochen, weniger Monster spawnen und ich konnte mich voll und ganz auf die Geheimnisse der Umgebung konzentrieren.
In der Wüste warteten auch noch andere Monster auf mich, die ich bereits aus der vorherigen Challenge kannte. Und zwar waren das wieder diese fliegenden Feuerdinger. Die haben mich die ganze Zeit mit Feuer beschossen und ich wusste nicht, was ich dagegen machen sollte. Allgemein schienen mir hier ziemlich viele Monster in der Wüste diesen Feuereffekt zu haben. Ich lief wieder in eine Pyramide und wollte wieder das Gold abbauen. Diesmal war es aber eine Falle und sobald ich die Steine abbaute, bei denen ich dachte, es wäre Gold, wurde eben diese Falle aktiviert. Wahrscheinlich wollte irgendjemand verhindern, dass die Grabkammern geplündert werden würden. Jetzt flogen wieder diese merkwürdigen Geister umher und attackierten mich mit ihren Feuerschwertern. Oh, hier gibt's auch wieder einen Raum. Moment, wahrscheinlich ist in der Mitte wieder... Ja, das sieht doch so aus. Das ist ein Spawner, tatsächlich. Oh, hat auch gleich jemand von diesen merkwürdigen Monstern gespawnt. Aber das ist eigentlich kein Problem. Okay, jetzt kann... Oh, noch einer? Okay. Ja, aber warum sind hier zwei? Warum gleich zwei gespawnt, oder was? Ah, hier mal... Moment. Erstmal schnell was essen. Mal gucken, was in der Truhe ist. Oh, sehr cool. Oh, eine ganze Haufe Spinnen. Nein, was habe ich gemacht? Wo ist mein Schwert hin? Wieso ist mein Schwert weg? Und warum habe ich jetzt diesen merkwürdigen Trank hier? Oh, wo laufe ich hin? Ich muss irgendwo hin. Oh nein, diese ganzen Monster. Ich muss mein Schwert zurückbekommen. Ah, da komme ich jetzt nicht rein. Hier sind diese ganzen Spinnen. Okay, was mache ich jetzt am besten? Was mache ich jetzt? Okay, ich muss irgendwie zurück. Ein Glück habe ich Dorn auf meiner Rüstung. Ich meine, das hat die ganzen Monster jetzt besiegt. Aber ist das Schwert? Oh, ist noch hier. Oh, das ist immer noch so eine Spinne. Okay, weg. Die Nacht verging schneller als erwartet und während sich die Tore öffneten, war ich immer noch dabei, die Pyramide zu erforschen. Ich fand eine weitere Kammer, aber diesmal waren die Goldblöcke echt und unter diesen gab es keine Falle. Nur wieder so ein Pharao-Spawner, den ich natürlich sofort wieder abgebaut habe. In den Truhen gab es außerdem auch noch eine ganze Menge an Gold und auch Bücher mit einem Feuerschutz. Vielleicht hätte ich vorher meine Rüstung verzaubern sollen, bevor ich in diese Wüste gegangen wäre. Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Oh, hier gibt's noch mehr Gold. Oh, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das nehme ich auf... Oh, und nein. Moment, das soll jetzt Spawner abbauen. Auf der anderen Seite gibt's keinen... Okay, einen Diamantblock. Den nehme ich auf... Oh, Moment. Ah, das war wieder eine Falle. Oh nein, die sind unsichtbar. Die sind jetzt unsichtbar. Weg. Hab ich den Block mitgenommen? Die kann ich doch gar nicht treffen. Oh, die machen so viel Schaden. Oh, Moment. Wow. Das wird schwierig. Ich muss noch mehr Goldäpfel essen. Einfach die ganze Goldäpfel essen. Meine Rüstung macht die... Oh, jetzt sind sie wieder sichtbar. Meine Rüstung mit der Dornverzauberung ist ziemlich gut. Das macht diese kleinen Dinger echt schnell fertig. Das war wieder genug von der Schattenwüste. Ich wollte, nachdem ich diese Feuergeister angegriffen habe, zurück zum Zentrum des Labyrinthes und meine Ausrüstung verbessern. Als ich mit einem der Bewohner handeln wollte, habe ich ihn aus Versehen aus dem Gefängnis, aus seinem Haus befreit. Da er jetzt frei herumlief und ich ihn nicht finden konnte, musste ich alle Gefahrenquellen beseitigen. Ich craftete mir also einige Eisenstangen und platzierte diese vor dem Monsterloch. Jetzt gäbe es keine Möglichkeit mehr, dort hineinzulaufen, beziehungsweise durch Zufall dort hineinzufallen. Außerdem habe ich alle vier Eingänge zum Labyrinth verschlossen. Sollte sich der Bewohner dort hinein verirren, würde er wahrscheinlich nie mehr zurückfinden und ich musste einige Tage verwenden, um diesen von dort wieder zu befreien. Der Tag wurde damit beendet, dass ich wieder bei Adam meine Smaragde gegen Erfahrungsflaschen eingetauscht habe. Ich wollte meine Rüstung für die Schattenwüste vorbereiten. Irgendwo dort in der Dunkelheit muss noch der Raum mit der Wolle auf mich warten. Ich muss diesen finden, denn sonst würden die Bewohner und ich hier nie aus diesem Labyrinth entkommen können. Tag 37, der Tag, an dem ich endlich die Schattenwüste bestreiten werde. Wie nennt man das? An dem ich endlich die Wolle bekommen werde. Hoffe ich zumindest. Ja, mal gucken, wie weit ich da kommen werde. Ich meine, ich habe ja schon ziemlich viel erforscht und irgendwo in dieser Pyramide muss ja dann letztendlich diese Wolle auf mich warten. Habe ich doch genug Sachen dabei? Ja, perfekt. Perfekt. Okay, Moment. Warte mal, was ist denn das? Wie kommt denn der Eisengolem? Wie hat denn das der Eisengolem hier reingeschafft? Wie sind der hier reingesprungen? Hier gibt es doch gar keine Möglichkeit dafür. Das ist weird. Es wurde wieder Zeit, in die Schattenwüste zu gehen und dort nach der Wolle für das Monument zu suchen. Ich nahm einen Trank, den ich in einer der Pyramiden gefunden habe, zu mir und merkte sofort dessen Wirkung. Ich wurde auf einmal unglaublich schnell und hatte einen Extraschutz gegen Feuerattacken. Oh, was denn hier? Ja, hier ist noch ein Ausgang. Oh, Moment. Ah, das sind nur normale Bogenschützen. Das ist überhaupt kein Problem. Die kann ich ja relativ schnell besiegen. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, hier hinten gibt's auch noch einen Eingang. Jetzt bin ich hinter der Pyramide, oder was? Ah, okay. Oh, eine Truhe. Das sieht ja fast aus wie eine... Yes, die Wolltruhe. Die Wolltruhe. Okay, jetzt habe ich die gelbe Wolle. Jetzt muss ich nur noch zurück. Jetzt habe ich endlich diese Schattenwüste hier geschafft. Oh, perfekt. Das war heftig, ey. Ich brachte die gelbe Wolle sofort zum Monument und platzierte sie gleich an der richtigen Stelle. Damit hatte ich 5 Challenges bestanden und war froh, denn die Schattenwüste war bis jetzt die mit Abstand schwierigste von allen 5 Challenges. Ich war bereit, es mit der nächsten Challenge aufzunehmen und erinnerte mich daran, dass ja immer noch die Illager-Challenge auf mich wartete. Ich aktivierte den Schalter und stieg in den Untergrundzug. Ich wusste, dass ich diesmal besser vorbereitet war und hielt mein Schwert bereit. Als ich an der Station ankam, sah ich wieder die ganzen Pfeile, die Illager auf mich geschossen haben. Oh, sind das viele. Oh, der Creeper! Der Creeper hat einfach mal alle,
alle Illager besiegt. Oder so gut wie alle. Ich meine, tatsächlich. Also, na, einer ist noch da, aber ist überhaupt kein Problem. Solange er im Fernkampf ist, weil die Nahangriff-Illager, also die Nahangriff haben, die machen irgendwie extrem viel Schaden. Oh, der hat mir einen Wither-Effekt gegeben. Das gibt's doch nicht. Den habe ich ja. Okay, da hab ich da besiegt. Wow, knapp, schnell zurück. Oh, ich hab die Gesundheit aus meinen Augen verloren. Eigentlich habe ich die ganzen Goldäpfel dabei. Eigentlich sind die ganzen Goldäpfel hier. Ich muss mich dringend zuerst um alle Spawner kümmern. Ich meine, jetzt in diesem Turm hier habe ich es schnell geschafft. Was habe ich denn hier in der Truhe? Oh, einen Haufen. Oh, eine Armbrust. Wow, okay. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Und einen Goldapfel, den nehme ich auf jeden Fall auch mit. Den kann ich richtig gut gebrauchen. Vor allen Dingen hatte ich ja eigentlich auch diesen super. Oh, was ist denn hier? Hier kommen sie alle wieder schon hoch. Das kann doch gar nicht sein. Ah, oh, ich habe schon wieder diesen Wither-Effekt bekommen. Der ist ja richtig nervig. Ich brauche irgendwie Schutz. Warte mal, es gibt doch bestimmt irgendwie einen Schutz gegen Pfeile, oder? Dann muss ich am besten nochmal meine Rüstung verzaubern. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein riesengroßes Tor. Da muss ich, glaube ich, hin. Ah, da unten ist auch noch der Spawner, aber schnell hin. Ich habe gesehen, da oben ist auch noch irgendwo ein Spawner, weil wo kommen sonst die ganzen Bogenschützen her? Vielleicht kann ich mich ja irgendwie hier hochbauen. Ah ja, perfekt. Moment, ich kann einfach... Yes, ich kann das hier kaputt... Das hier, alles abbauen hier, perfekt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter hochgehe? Was ist denn da oben? Moment, habe ich noch... Ja, ich kann einfach die Steine hier wieder verwenden. Oh, meine Fackeln. Ja, die brauche ich, jawohl. Oh, ne, oh, war das knapp. Oh, war das... Schnell hochbauen. Oh, ein Spawner. Und tschüss, der fliegt runter. Okay, perfekt, den kann ich abbauen. Auf der anderen Seite ist auch noch was, aber... Was ist denn das hier? Okay, den Zombie... Boah, ey, wie weit die wegfliegen. Was ist denn das? Wow. Okay, das ist ja eine riesige... Was ist denn das? Eine Art Mine, oder was ist das? Das geht ja übelst weit nach unten. Das ist ja richtig cool. Oh, Enderman angeguckt. Oh, schnell besiegt. Aber die Enderaugen kann ich gut gebrauchen. Ich wollte unbedingt die Illager-Mine weiter erforschen und bin am Ende des Tages zurück zum Zentrum des Labyrinthes gelaufen, um mich zu erholen und meine Ausrüstung zu verbessern. Es wurde Zeit, sich etwas mehr um die Gebäude in meinem kleinen Dorf zu kümmern. Ich wollte endlich die Idee der schwebenden Plattform verwirklichen und baute mit meinen Endsteinen weiter. Es reichte auch tatsächlich für einen kleinen Kreis aus und ich war froh, dass die Ranken immer weiter wuchsen. Außerdem brauchte der Verzauberungsraum eine bessere Wand. Ich konnte nicht einfach so die Bücherregale im Freien stehen lassen. Ich weiß, es ist nur für ästhetische Zwecke, aber dennoch fühlte ich mich so wohler. Als sich die Tore am Tag Nummer 39 öffneten, hatte ich bereits schon große Pläne. Ich wollte wieder zurück zur Festung der Illager. Ich wusste immer noch nicht, was hinter dem großen Tor auf mich warten würde und ich war bereit, es herauszufinden. Ich stieg wieder in die U-Bahn-Station und fuhr bis zum Lager der Illager. Ich lud die Armbrust und zielte genau auf jede auffällige Bewegung, die vor mir zu sehen war. Ich war leicht aufgeregt, denn in jeder Ecke könnte der nächste Hinterhalt auf mich warten. Als ich am Tor ankam, zögerte ich kurz. Sollte ich wirklich einen Schritt in diese Festung wagen? Ich wusste, dass hier irgendwo noch die Wolle auf mich warten würde. Und nur mit dieser war es möglich, dieses Labyrinth zu verlassen. So hoffte ich zumindest. Daher nahm ich meinen Mut zusammen und schritt durch das Tor. Ich war überrascht. Vor mir erstreckte sich ein ganzes System an Brücken und Gebäuden. Die Illager haben es geschafft, sich hier eine riesige Festung zu bauen. Jetzt lag es an mir, mich hier durchzukämpfen. Wow. Wow, die Brücke ist ja endlos. Das ist ja richtig krass. Moment, was ist denn das hier hinten? Moment, was... Oh, wieder zurück. Oh, nein, schnell wieder zurück. Ah, das ist so ein komisches... Oh, die sind noch so unglaublich stark, diese Dinger. Oh, ich muss zurück. Oh, das ist gefährlich. Okay, das Ding, den Illager da oben drauf konnte ich besiegen, aber das Ding scheint irgendwie extrem viel Energie zu haben. Moment, vielleicht... Aber das kommt hier nicht hoch. Ich hab wirklich Glück gehabt, dass ich hier hochgerannt bin. Kann ich... Oh, und da kommt auch noch ein anderer Illager. Das kann doch gar nicht sein. Aber mein Schwert ist ziemlich stark. Das macht extrem viel Schaden, habe ich das Gefühl. Und vor allen Dingen setzt es immer die ganzen Gegner in Brand. Ah, dieser komische Stier kommt nicht... Ah, jetzt habe ich ihn besiegt. Ey, diese Stiere sind wirklich merkwürdig. Bei meinen Erkundungsgängen durch diese Illager-Festung musste ich aufpassen, nicht wieder von diesem großen Monster überrascht zu werden. Ich hatte die Stärke dieser Kreaturen vollkommen unterschätzt und das Schlimme war, dass die Illager auf ihnen reiten konnten. Das würde bedeuten, dass mich sowohl dieses große Ding als auch die darauf sitzenden Illager anvisieren würden. In dieser in der Felswand eingebauten Festung fand ich allerlei Räume. Zum einen gab es einen Lagerraum, gefüllt mit Essen für ein ganzes Jahr, als auch Küchen mit den dazu passenden Esstischen. Natürlich hatte jeder dieser Räume auch einige Truhen, die mit interessanten Gegenständen gefüllt waren. Dann muss ich versuchen, hier noch irgendwie weiter nach oben zu kämpfen. Ah, hier sind auch schon wieder die Illager, vor allem mit den Schwertern. Ich meine, die haben Nahangriff und Fernangriff. Das ist... Aber meine Rüstung scheint eigentlich ziemlich gut dagegen gerüstet zu sein. Nur das Problem ist halt, dass... Boah, hier die ganzen Zombies kommen alle rein. Oh, wie viele wären denn das? Das wären ja immer mehr. Vor allem sind da Zombies dabei, Illager ist ja alles Mögliche. Aber, okay, hier scheinen irgendwie die Zombies... Die scheinen irgendwie nicht so großen Schaden zu machen. Oh, was ist denn das hier für eine... Oh, hier gibt's... Oh, die ganzen goldenen Äpfel. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und ganz viel Kürbiskuchen.
Okay, an Essen habe ich jetzt keine Sorge mehr. Ich meine, da habe ich jetzt gut ausgerüstet. Oh, was ist das denn hier? Eine Kühlkammer. Hier ist der ganze Fisch. Oh, die haben hier sogar eine Kühlkammer drin mit Eis. Das gibt's doch nicht. Die Illager haben vorgesorgt. Also, die haben hier wirklich vorgesorgt. Das ist ja wirklich anscheinend die Hauptfestung der Illager. Verrückt. Sicherheitshalber machte ich mich auf den Weg zurück zu meinem Haus. Ich musste dringend meine Ausrüstung reparieren und etwas Nahrung aufstocken. Am nächsten Morgen holte ich mir noch etwas Nahrung und reparierte meine Rüstung. Ich wollte außerdem bei den Händlern neue Waffen kaufen und musste sagen, dass ich endlich mal anfangen sollte, für die Händler Häuser zu bauen. Sie konnten ja nicht auf ewig nur in den Booten sitzen. Ich wollte wissen, was noch in den Tiefen der Illager-Festung auf mich warten würde. Daher bin ich wieder zurückgekehrt und habe mich wieder umgesehen. In der Festung gab es zwei Arten von Illagern. Die einen waren die Fernkämpfer, ausgerüstet mit einer Armbrust und verzauberten Pfeilen. Die andere Gruppe waren die Nahkämpfer. Vor diesen musste man sich wirklich in Acht nehmen, denn sie beherrschten den Kampf mit dem Schwert und der Axt und waren gefährlich. Denn mit der Axt haben sie einen sehr hohen Schaden angerichtet. Auf meiner Suche durch die Festung fand ich außerdem die Gehege dieser großen Reittiere. Ich dachte zuerst, sie würden mich angreifen, aber sie hatten keine Chance, aus ihrem Gehege zu kommen. Ich wollte sie besiegen, aber sie konnten mit ihrem Horn erstaunlich weit zustechen. Ich ließ lieber die Finger von diesen Monstern. Wer weiß, wie die Illager es geschafft haben, diese zu kontrollieren. Oh, gibt's hier hinten endlich die Wolle? Das sieht aus wie so ein Wollraum. Oh ne, hier ist ein Bewohner. Was ist denn das? Okay, ich muss erst den Zauberer besiegen. Und dann kann ich ihn erlösen vom Fluch? Moment. Hallo, hallo, hallo? Angus. Der tauscht Stein gegen Stein. Auch nicht schlecht. Auf der höchsten Ebene der Festung fand ich den Raum des Zauberers. Er war noch nirgendwo zu sehen und ich war mir sicher, dass er früher oder später hier auftauchen würde. Zuvor wollte ich alle anderen Gegner besiegen, damit ich mich voll und ganz auf den Zauberer konzentrieren konnte. An einem Schalter an der Wand konnte ich ihn endlich herbeirufen. Okay, noch schnell ausrüsten, einen goldenen Apfelfeuer essen und dann geht's los. Dann geht der Kampf los. Da ist er, der Zauberer. Sofort angreifen. Oh nein, der hat wieder den kleinen Bestien beschworen. Das kann doch gar nicht sein. Und er schwebt sogar. Der schwebt sogar hoch. Okay, Moment. Erstmal, ich glaube, ich sollte erstmal den Zauberer fokussieren, sonst beschwört er nochmal von diesen Dingern. Aber die scheinen gar nicht so viel Schaden zu machen. Das geht eigentlich noch. Das war in der Wüste viel schlimmer. Hier geht's noch. Okay, noch ein paar Hiebe. Der hat auch gezaubert. Jetzt habe ich ihn besiegt. Wunderbar. Jetzt muss ich nur die fliegenden Ratten hier besiegen. Okay, die fliegen aber weit weg. Das kann doch gar nicht sein. Jetzt war es soweit und ich konnte in Ruhe versuchen, die obere Ebene zu erreichen. Würde dort die Wolle auf mich warten und könnte ich endlich zurückkehren? Dort oben wartete nicht die Wolle, dafür aber eine gut gefüllte Truhe auf mich. In dieser gab es sogar einen verzauberten goldenen Apfel und eine ganze Menge an verzauberten Pfeilen. Ich war nun sehr gut ausgerüstet und machte mich auf den Weg, die Wolle zu suchen. Ich durchsuchte alle Räume und fand dann heraus, dass unter den ganzen Brücken eine Art Vulkan war. Zuerst schaute ich dort nicht nach, denn ich dachte, dort unten würde nur Lava auf mich warten. Aber beim genaueren Hinschauen bemerkte ich, dass ein Gang nach unten führte. Diesen lief ich hinunter und fand hier einen geheimen Raum. Die Illager hatten diesen sehr gut versteckt, aber letztendlich konnte ich ihn finden. In diesem Raum fand ich endlich Wolle und mit dieser machte ich mich auf den Weg zurück. Zuvor musste ich aber Angus aus seinem Kerker befreien. Da nun der Zauberer keine Macht mehr hatte, nahm ich ihn mit zurück zum Zentrum des Labyrinthes. Ich fuhr mit der U-Bahn zurück und platzierte meine Wolle an den dafür vorgesehenen Ort. Eine weitere Herausforderung war geschafft. Ich konnte nicht einfach so wieder auf Reisen gehen, ehe ich nicht ein paar Gebäude für die neuen Bewohner gebaut habe. Zuerst war ich jedoch gespannt, was Angus verkaufen würde. Ich lief sofort zur Ankunftsstelle und fand ihn auch schon. Er schien auch eine Art Magier gewesen zu sein, denn er wollte eine ganze Menge an Büchern verkaufen. Ich konnte aber zurzeit noch keines davon gebrauchen. Ich hatte sowieso noch eine ganze Menge an Verbesserungsbüchern in meiner Truhe und konnte damit meine Ausrüstung komplett verbessern. Außerdem verstärkte ich meine Armbrust und konnte damit die verzauberten Pfeile der Illager verschießen. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, für viele Bewohner Häuser zu bauen. Es hatte aber noch längst nicht jeder ein Haus, weswegen ich später unbedingt damit weitermachen musste. Vielleicht kann ich hier die Leuchtkürbisse, kann ich doch hier super an meinem Gebäude... Warte mal, was war denn das? Was machst du denn da oben? Der Thron der Pilzkuh. Da ich nun die Illager-Festung fertig erforscht habe, war es Zeit, mal wieder in das Labyrinth zu gehen. Nach einigen Suchen fand ich den Eingang zur Herausforderung Nummer 2. Vor mir erstreckte sich wieder ein riesiges Tor und ich wusste noch nicht, was mich erwarten würde. Als ich mich etwas weiter umgeschaut habe, fand ich ein Loch im Boden und in diesem wartete ein Heißluftballon auf mich. Vielleicht kann ich ja mit dem hier... Moment, ich probiere es mal aus. Vielleicht kann man den ja irgendwie starten. Mal hier irgendwie? Gibt es irgendwo einen anderen Schalter? Moment. Ah, da oben. Hier starten. Oh, es hat geklappt. Wir sind tatsächlich in der Luft. Wow, was ist denn das? Ey, das ist ja unglaublich, eine ganze Wolkenfestung. Wow. Das sieht aus wie das Schloss im Himmel.
Das ist ja... Wow, hier sind schon wieder so viele Gegner. Ich hätte niemals gedacht, dass hier oben eine so große Festung sein würde. Anscheinend gehört das hier zu irgendwelchen Luftpiraten. Ich wurde von Anfang an von diesen Monstern mit diesen merkwürdigen Köpfen angegriffen. Sie waren sehr stark, aber meine Armbrust und mein Schwert haben gute Arbeit geleistet und die erste Welle an Gegnern konnte ich besiegen. Als ich etwas weiter die fliegende Festung erforscht habe, wurde ich von einigen Bogenschützen angegriffen. Die Waffen dieser Wachen hier waren merkwürdig verzaubert. Sie sollten dafür sorgen, mich mit einem sehr hohen Rückstoß von der Festung zu schleudern. Ich musste aufpassen, nicht im falschen Moment von diesen Attacken getroffen zu werden. Hier und da gab es einige Löcher in der Wand und im Boden und ich musste auch darauf achten, nicht durch diese hindurchzufallen. Zu den ganzen Bogenschützen kamen dann auch noch Schalker hinzu, die mich mit ihren Attacken, sollten sie mich treffen, schweben ließen. Das war aber bei weitem nicht so schlimm wie der Rückstoß der Pfeile. Ah, das war erstmal genug. Ich muss hier irgendwie weg. Moment. Aber Moment, ich habe hier noch die Enderperle. Vielleicht kann ich damit mich zum Ballon... Oh, das ist jetzt richtig risky. Und... Oh, Glück gehabt. Ah, schnell zurück. Das ist hier mir noch ein bisschen zu krass in der Festung. Ah, das sieht aber auch heftig aus. Da waren auch andere Ballons, vielleicht kann man da noch mehr weiterfliegen. Komme ich auch wieder zurück? Oh, ich komme zurück, perfekt. Wunderbar. In der Nähe des Ballons gab es auch wieder einen Zurück in die Nähe meiner Labyrinthheimat. Ich musste mich noch viel besser auf diese Wolkenfestung vorbereiten. Bis zum Morgengrauen musste ich die Nacht wieder im Labyrinth verbringen, da der Ausgang des Tunnels nicht direkt in der Höhle unter meinem Haus war. Aber sobald die Sonne aufging, öffneten sich wieder die Tore und ich konnte zurücklaufen. Ich kaufte mir bei Joachim einige Diamanten, damit ich mit diesen meine Rüstung reparieren konnte. Bevor ich wieder zurück zur Herausforderung Nummer 2 gehen konnte, erforschte ich das Labyrinth noch etwas weiter. Es dauerte nicht lang, bis ich den Eingang zur Herausforderung Nummer 3 fand. Als ich in die Richtung des Tores gelaufen bin, kam mir ein salziger Geruch entgegen. Ich fühlte mich, als wäre ich direkt vor einem Meer. Aber das kann doch gar nicht sein. Hier in diesem Labyrinth kann doch kein Meer sein, oder? Ich lief auf einer Insel und schaute mich um. Vor mir erstreckte sich ein ozeangleiches Gebilde. Daher kam also der Geruch. Ich war fasziniert. Wie war es möglich, dass hier so viele verschiedene Klimazonen auf einmal existierten? Ich meine, ich war ja schon in einer Wüste, in einer Tundra und jetzt hier vor einem Meer. Ich konnte gar nicht abwarten und wollte sofort wissen, was mich dort in den Tiefen erwarten würde. Okay, es wird Zeit abzutauchen. Los geht's. Wow, das ist ja unglaublich. Wow, das ist ja... Was ist denn das? Das sieht ja aus wie eine Festung. Oh, ich muss unbedingt aufpassen. Ich kann... Oh, was ist denn das? Oh, nein, nicht so ein Ding. Oh, nein. Oh, ich muss schnell nach oben. Ich kann überhaupt nicht lange unter Wasser. Warte mal, da bräuchte doch irgendwas. Oh, hier kann ich unten atmen. Das ist ganz gut. Bei diesem komischen... Oh, ich werde schon wieder angegriffen. Ah, das sieht aber auch faszinierend aus. Hier ist ein altes Schiffswrack. Was denn hier? Oh, warte, Respiration ist doch Atmung oder sowas, oder? Ich bemerkte, dass ich dringend einen besseren Helm brauchen würde. Damit meine aktuellen Ausrüstung hielt ich es nicht lange unter Wasser aus. Ich wollte wieder in das Labyrinth laufen und versuchen, noch eine neue Herausforderung zu finden. Denn sobald man eine gefunden hat, gab es einen einfachen Weg zurück und man musste nicht ständig durch das Labyrinth laufen und würde dadurch eine ganze Menge an Zeit sparen. Leider war ich diesmal nicht so erfolgreich wie an den Tagen zuvor. Ich kehrte wieder um und machte mich auf den Weg zurück zur U-Bahn-Station. Ich erinnerte mich, dass es ja noch diesen roten Feuerwald gab. Also die Gegend, in der die Luft förmlich zu brennen schien. Als ich dort ankam, sah ich die Blockade, die ich zuvor erbaut habe. Wow, Moment. Was ist denn das hier? Das ist auch irgendeine riesengroße Festung. Hier gibt es überall Festungen. So eine große Feuerfestung oder was auch immer. Ja, hier muss ich auch mal aufpassen. Ey, die Gegner machen hier extrem viel Schaden. Ich glaube, meine Ausrüstung noch zu schwach. Ich bemerkte schnell, dass meine aktuelle Ausrüstung hier immer noch nicht gut genug war. Ich rannte so schnell ich konnte wieder zurück zur U-Bahn und verschloss den Eingang hinter mir. Ich war überrascht, wie viele Kreaturen hier in diesem Feuerwald lebten. Was aber noch viel interessanter war, was würde sich in diesem dunklen Schloss verbergen? Tag 45 begann und ich wollte wieder zurück zu dem Feuerwald und herausfinden, ob es nicht doch noch eine bessere Möglichkeit gab, die ganzen Monster zu besiegen und doch noch das dunkle Schloss zu erforschen. Auf meinem Weg zur U-Bahn bemerkte ich aber, dass es noch einen anderen Schalter gab. Ich war gespannt und drückte diesen Schalter und stieg in die U-Bahn. Als ich ausgestiegen bin, kam mir eine merkwürdige Luft entgegen. Hier schien alles irgendwie verbrannt zu sein. Es ist schwer zu beschreiben, aber in der Luft waren Ascheflocken und es roch unangenehm nach Verbrannten. Als ich um die erste Ecke bog, war ich überrascht. Vor mir erstreckten sich riesige, ich nenne es mal Zapfen aus Stein. In diese schien eine alte Zivilisation gelebt zu haben. So kam es mir zumindest vor, denn hier gab es Spuren von ehemaligem Leben.
Ich musste außerdem aufpassen, denn mich griffen geisterähnliche Gestalten an. Es kam mir vor, als würden die Rüstungen vor mir schweben, aber wenn man genau hinsah, erkannte man die grausamen Gesichter dieser Gestalten. In jedem dieser Zapfen gab es neue Zeichen von ehemaligem Leben. Was ist hier passiert? Zeit zum Nachdenken blieb mir jedoch nicht, denn es griffen mich nicht nur Geisterrüstungen an, sondern auch noch andere, unsichtbare Fluggestalten. Wurde dieser Ort etwa von einem dunklen Fluch getroffen? Oder wurde dieser Ort überfallen und die Geister wüteten herum, bis sie endlich die Täter dieser Grausamkeit finden würden? In einem weiteren Steinzapfen fand ich einen Haufen Stroh, der komischerweise in Brand gesetzt wurde. Ich konnte nicht einschätzen, ob dieser Ort schon lange verlassen wurde oder ob es sich erst seit kurzem hier so zugetragen hatte. Die Steinzapfen waren nur mit dünnen Brücken verbunden und beim Überqueren dieser Brücken musste ich aufpassen, nicht einfach so nach unten zu fallen. Am Ende eines solchen Zapfens fand ich eine Truhe und in dieser befand sich ein Reparaturbuch. Das war ein großartiger Fund. Ich war mir aber unsicher, das Buch mitzunehmen. Denn wenn ich es tun würde, würden mich die Geister dann jagen? Ich entschied mich, es mitzunehmen und sofort mein Schwert damit zu verbessern. Meine Hoffnung war, dass ich nicht mehr allzu lang hierbleiben würde. Ich musste mich beeilen und den Raum mit der Wolle suchen, ehe mich die Geister finden würden. Und tatsächlich, nach langem Suchen fand ich sie, eine Leiter, die in einem Raum weit nach oben führte. Dort oben lag das Heiligtum der Geisterwelt, die schwarze Wolle. Ich nahm sie natürlich mit und machte mich sofort aus dem Staub, denn jetzt würden mich die Geister definitiv jagen. Als ich beim Monument ankam, platzierte ich die Wolle und war froh, diese Herausforderung hinter mir zu haben. Am Morgen von Tag 47 wartete wieder ein Neuankömmling in der Ladezone auf mich. Ich war wie immer sehr gespannt und wollte wissen, was dieser zum Handeln anbieten würde. Seth hatte Gegenstände bei sich, mit denen ich leider nichts anfangen konnte. Jedoch sah es mit der Truhe in der Ladezone ganz anders aus. Dort gab es ein unglaublich starkes Schwert und den dazu passenden Bogen. Jetzt war ich bereit, zurück zur Unterwasser-Herausforderung zu gehen. Dank meiner neuen Ausrüstung, die ich auf die Unterwasserverhältnisse angepasst habe und der Unterwasseratmungstränke, die ich gefunden habe, fühlte ich mich nun viel sicherer und bereitete mich darauf vor, in die Unterwasserfestung zu schwimmen. Sobald ich diese Festung betreten oder besser beschwommen habe, traf mich ein Fluch und ich konnte nichts mehr mit meiner Spitzhacke abbauen. Ich konnte generell keine Blöcke mehr entfernen und war nun darauf angewiesen, mich durch die Gänge zu schlängeln. Hier und da gab es auch ein paar Spawner, die ich aber wegen des Fluches nicht abbauen konnte. Dafür gab es aber in den Truhen umso besseren Loot. Durch Zufall fand ich den Raum, in welchem eine sehr auffällige Truhe stand. Das war wahrscheinlich die Truhe mit der Wolle. Aber da ich immer noch dem Fluch unterlag, hatte ich keine Möglichkeit, das Glas, welches die Truhe umgab, zu entfernen. Ich musste also weitersuchen und die Ursache für diesen Fluch finden. In einem großen Raum am anderen Ende der Unterwasserfestung wartete ein besonders großes Monster auf mich. Mir fielen sowieso schon die ganzen Unterwassermonster auf. Aber mit Hilfe meines neuen Dreizackes konnte ich die Monster sehr einfach besiegen. Vielleicht war das Monster ja daran schuld, dass ich nichts mehr abbauen konnte. Ich lieferte mir einen Kampf mit diesem Ding und ging als Gewinner hervor. Kurz darauf war ich tatsächlich dann in der Lage, das Glas zu entfernen. Ich nahm die Wolle mit und verschwand so schnell wie möglich aus der Unterwasserfestung. Mir ist gar nicht aufgefallen, wie viel Zeit vergangen war. Als ich zurück im Zentrum des Labyrinthes war, platzierte ich die Wolle und war froh, die Unterwasserherausforderung gemeistert zu haben. Nachdem ich eine neue Ausrüstung mit Feuerschutzverbesserungen hergestellt habe, machte ich mich auf den Weg zurück zum Feuerwald. Jetzt war es an der Zeit, die dunkle Festung zu betreten. Überall schien die Luft zu brennen und ich war mir nicht sicher, ob ich bereit wäre, die Festung zu betreten. In der Festung gab es allerlei verschiedenster Gegner. Ich habe wieder diese Piklin-Soldaten mit der goldenen Axt erwartet, aber das erste, was mich angriff, waren diese Piklin-Zombies. Sie schienen am Anfang freundlich, aber als ich aus Versehen einen angegriffen habe, schienen sie alle wie wild auf mich zuzurennen. Zu meinem Glück hatte ich eine ganze Menge an goldenen Äpfeln dabei. Auf den höheren Ebenen warteten dann auch schon die richtigen Piklin-Soldaten auf mich. Zum einen waren dort die Piklinge mit der Armbrust und zum anderen gab es auch Goldachskämpfer, die auf Schweine ritten. Ich war überrascht, denn mit diesen Schweinen waren sie langsamer als zu Fuß, aber irgendwie schienen sie mehr auszuhalten. Durch Zufall fand ich einen geheimen Gang. Leider hat mein Aufnahmeprogramm hier aufgehört aufzunehmen. Ich habe noch geschafft, die Wolle von dieser Festung zu besorgen und bin dann wieder zurückgelaufen. Aber ich merkte, dass meine Ausrüstung langsam aber sicher schwächer wurde. Deshalb kehrte ich um und reparierte im Zentrum meine Rüstung. Dank einer Karte, die ich in der letzten Herausforderung gefunden hatte, konnte ich den Weg zum Tor Nummer 8 finden. Hier hatte ich eine Idee. Ich wollte die Nacht über vor dem Tor warten und schauen, ob sich dieses öffnen würde. Ich hatte zwar nicht genügend Baumaterialien bei mir, konnte aber den Boden vom Labyrinth etwas abbauen und die dadurch gewonnenen Materialien nutzen. Jetzt hieß es abwarten und schauen, was passieren wird. Wahrscheinlich habe ich den falschen Tag erwischt, denn als es wieder Morgen wurde, änderte sich nichts am Tor. Das heißt, dass ich ein anderes Mal hierher kommen soll. Ich machte mich wieder auf den Weg zurück zum Zentrum des Labyrinthes. Dort angekommen, baute ich am schwebenden Haus weiter. Die Ranken waren nun vollständig nach unten gekommen und vielleicht würde ich es ja irgendwie schaffen, einen der Bewohner hier hoch zu transportieren. Da Angus in der Illager-Festung etwas mit einem Magier zu tun gehabt hat, dachte ich mir, dass die schwebende Insel genau der richtige Ort für ihn sei.
Ich versuchte ihn mit einem Boot nach Rom zu bringen, aber das schien nicht so richtig funktionieren. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, dass ich lieber ein Minecart hätte benutzen sollen. Den Rest des Tages nutze ich dafür, die komplette Gegend im Zentrum mit Laternen aus den Herausforderungen auszuleuchten. Am Morgen von Tag 52 sammelte ich meine Ausrüstung und etwas Nahrung und machte mich auf den Weg zur fliegenden Festung. Irgendwo da oben musste noch die Wolle auf mich warten. Es gab wieder einen Kampf gegen diese komischen gekleideten Luftpiraten, die hier oben ihr Zuhause hatten. Hier oben war alles ziemlich eng verbaut und ich musste wieder aufpassen, nicht einfach so hinunterzufallen. Von überall kamen Schüsse von verzauberten Pfeilen und die Schwerter der Luftpiraten waren mit einem Zauber ausgerüstet, der mich bei einem Treffer sehr weit wegschleuderte. Ich wusste, dass ich immer noch nicht bereit war, gegen all diese Gegner zu kämpfen. Daher machte ich mich wieder auf den Weg zurück und nahm mir vor, am nächsten Tag endlich mal die Häuser für die ganzen Bewohner fertig zu bauen. Somit hatte nun endlich jede Person ihr eigenes Zuhause und ich konnte mich ein wenig orientieren, wenn ich etwas Bestimmtes handeln wollte. Außerdem war es auch wichtig, rings um alle Gebäude eine Mauer zu bauen. Ich meine, bis jetzt ist es zwar noch nicht vorgekommen, aber sollten wirklich einmal Monster aus dem Labyrinth hierher finden, dann hätten die Bewohner und ich wenigstens eine kleine Verteidigung. Und im allergrößten Notfall wäre auch noch ein Eisengolem vor Ort. Am Morgen von Tag 55 wollte ich mich wieder auf den Weg in das Labyrinth machen, wurde aber wieder von einer Meldung abgelenkt. Es gab schon wieder einen Neuankömmling in der Ladezone. Natürlich ruderte ich sofort mit meinem Boot zur Ladefläche und schaute nach, was mir Jorn anbieten würde. Was ich sah, überraschte mich sehr. Es gab einen Block Diamanten, einen Netherstern, einen verzauberten Goldapfel und das Beste, ein Totem der Unsterblichkeit. Zwar war alles von ihm sehr teuer, aber dennoch wusste ich, dass ich nur noch viel besser geschützt wäre. In der Truhe der Ladezone gab es außerdem noch eine ganze Menge an Goldäpfeln, ein Reparaturbuch und einen Dreizack, den ich jetzt leider nicht mehr gebrauchen konnte. Außerdem gab es auch noch eine Armbrust mit der Reparaturverzauberung. Es war ein sehr guter Fund und ich wusste, dass ich jetzt endlich sicher in das Labyrinth gehen konnte. Nach einigen Suchen fand ich das große Tor mit der Nummer 7. Ich war mir nicht sicher, was mich hier erwarten würde, aber ich hielt meine Armbrust bereit und schaute mich nach dem richtigen Eingang zur Herausforderung um. Nach einigen Suchen fand ich den Eingang in einer großen Höhle. Mir kam ein fauliger Geruch entgegen und ich konnte mir denken, dass es sich hierbei um eine Art Moor oder so etwas ähnliches handeln würde. Tatsächlich war es dann auch so. Ich durfte die kleinen Tümpel, die hier überall zu finden waren, nicht betreten, denn sobald ich das tat, wurde ich sofort vergiftet. Das war kein gutes Zeichen, denn ich hatte kein richtiges Gegengift dabei und musste aufpassen, nicht von den ganzen Monstern überrascht zu werden. Ein Glück hatte ich auch noch aus den Herausforderungen zuvor einige Laternen bei mir, die mir dabei halfen, das Moor auszuleuchten. Oh, dieses Gift ist wirklich super unangenehm. Oh, hier geht's noch weiter nach unten. Oh, Moment, ich darf hier nicht komplett runter. Oh, das ganze Wasser vergiftet, selbst hier unten das Wasser vergiftet. Ich sehe gar nichts. Moment, ich muss hier irgendwo hochkommen. Oh, hier sind. Oh, das war's doch gleich. Oh, war das knapp. Von überall kommen die ganzen Gegner. Hier gibt's doch die ganzen Schleime und. Moment, was ist das denn? Ah, hier ist Spawner. Die muss ich erstmal sofort abbauen. Ey, das ist ja wirklich, wirklich gefährlich unten. So viele Schleime. Das war mir etwas zu viel. Ich musste schnell wieder zurück und versuchen, meine Ausrüstung noch etwas weiter zu verbessern. Es gab glücklicherweise auch wieder einen Tunnel zurück in die Nähe meines Hauses. Ich wollte das Labyrinth noch weiter erforschen, da ich langsam mitbekommen habe, dass sich die Tore in einer bestimmten Reihenfolge öffneten. Nach langem Suchen fand ich den Eingang zur Herausforderung Nummer 8. Ich hatte leider meine Karte vergessen und war daher auf meine alte Fackelspur angewiesen. Ich war überrascht, dass die Herausforderung direkt angefangen hat und es keinen geheimen Weg zurück gab. An der Wand fand ich dann aber den Eingang zum Tunnel zurück. Ich war aber zu aufgeregt und wollte schauen, was mich bei der Herausforderung Nummer 8 erwarten würde. Vor mir erstreckte sich ein riesengroßer Urwald, Bäume so hoch wie Berge und ihre Kronen ließen kein Sonnenlicht hindurch. Ich kletterte auf einen nahegelegenen Baum und schaute mich um. Irgendjemand musste hier Baumhäuser gebaut haben. Diese musste ich sofort inspizieren. Vielleicht würde irgendwo da oben die Wolle versteckt. Ich musste aufpassen, denn von irgendwo wurde ich mit Pfeilen beschossen und bin deshalb vom Baum heruntergestürzt. Zu meinem Glück haben mich die Lianen aufgefangen und ich konnte weich landen. Ich musste aber aufpassen, unten im Gestrüpp nicht aus einem Hinterhalt angegriffen zu werden. Nach einigen Suchen fand ich wieder einen Aufgang zu den Baumhäusern. Kaum hatte ich eins betreten, wurde ich auch schon von einem Pilzzombie angegriffen. Diese Monster schienen von einer Art Virus infiziert worden zu sein, denn sie schienen nicht mehr klar denken zu können und liefen voll Wut auf mich zu. Oh, hier gibt's sogar kleine Bienen. Oh, ist das niedlich. Hallo. Oh, was war das denn bitteschön? Was war das? Jetzt gab es dort auch noch explodierende Bienen. Ich musste wieder zurück, um mich besser ausrüsten. Die erbeuteten Smaragde konnte ich gleich gegen verzauberte Äpfel eintauschen. Ich wusste nicht, wo ich als nächstes hingehen sollte, da ich nun noch so viele nicht abgeschlossene Herausforderungen hatte. Ich entschied mich für das Unangenehmste, den vergifteten Sumpf. Diesmal ging ich mit genug Fackeln und verzauberten Äpfeln im Gepäck und müsste eine bessere Chance haben. Ich verirrte mich wieder in der unterirdischen Kanalisation und wusste noch nicht so recht, wo ich als nächstes hingehen sollte. Durch Zufall fand ich den Raum, der wieder sehr auffällig ausgesehen hat. Es war zum Glück der Wolle-Raum und ich wusste, dass ich damit die Herausforderung bestanden habe. Ich lief sofort wieder zurück und platzierte die Wolle im Monument. Jetzt war es wieder an der Zeit, in die Lüfte zu steigen. Die Wolkenfestung sollte mein nächstes Ziel werden.
Diesmal war ich bereit, die Wolle zu finden und war mir relativ sicher, dass ich diese an der Spitze der Festung finden würde. Ich war fasziniert von der ganzen Ästhetik dieser Wolkenfestung. Tatsächlich gab es auch noch einige Gärten, die von Luftpiraten hier angelegt worden schienen. Eine fast schon friedliche Atmosphäre, wenn nicht die ganzen Monster hier wären. Ich erreichte eine Art äußeren Kreis, der in wendelartigen Bewegungen immer weiter nach oben führte. Mein Instinkt sagte mir, dass dort oben am Ende die Wolle auf mich warten würde. Natürlich ließ ich das nur auf eine Art herausfinden. Auf dem Weg nach oben lauerten eine ganze Menge an Gefahren auf mich und ich musste gegen viele Monster kämpfen. Die Kämpfe dauerten so lang, dass es bereits Nacht geworden war. Aber ein Gutes hatte es. Durch den ganzen Kampf kam ich an eine große Menge an Smaragden, die ich später wieder gegen verzauberte Äpfel eintauschen konnte. Auf der Spitze gab es tatsächlich einen Eingang, der von einigen Monstern bewacht wurde. Ich wollte wissen, was sich dort am Eingang befinden würde und war verwundert, dass es nur eine Leiter gab, die jetzt nach unten führte. Ich kletterte an dieser hinunter und fand die Truhe mit der Wolle. Jetzt hieß es schnell wieder zurück zum Ballon. Vielleicht kann ich hier mit meinem Trank einfach besser zum Ballon fliegen. Moment. Oh ja, das passt tatsächlich. Wunderbar. Kann ich mit dem jetzt auch zurückfliegen oder muss ich zu meinem ursprünglichen Ballon? Ah, oh, nee, scheint nicht zu funktionieren. Okay, ich glaube, ich muss einfach runterschweben, aber den Effekt habe ich ja noch eine ganze Weile, oder? Ja. Ah, nee, habe ich nicht. Oh, ich wäre fast gesprungen. Oh, war das knapp. Okay, dann nehme ich den Trank hier am besten. Jetzt kann ich schweben. Oh, das sieht so unglaublich gut aus hier bei Nacht. Wow. Okay, jetzt muss ich nur... Oh, sicher landen. Immer eine kleine Zwischenlandung. Vielleicht kann ich ja mit dem Ballon zurückfliegen? Ja, ich glaube aber nicht, oder? Nee, das klappt nicht. Ich muss noch weiter runter. Wow, Das ist so faszinierend, hier jetzt einfach runter zu schweben. Ich meine, gut, wenn ich jetzt falsch lande, dann falle ich komplett runter. Ah, hier ist der Ballon. Aber das ist wirklich... Also das war bis jetzt, glaube ich, meine Lieblingsherausforderung. Die war ja richtig cool. Die sieht auch so unglaublich gut aus. Aber jetzt schnell zurück. Ich muss unbedingt fix die Wolle platzieren. Am Morgen von Tag 59 habe ich die orangene Wolle platziert und habe mich gefragt, welche Herausforderung wohl als nächstes auf mich warten würde. Ich suchte im Untergrund die Abkürzung zur Herausforderung Nummer 8 und fand durch Zufall eine Maschine, die ich noch nicht zuvor gefunden hatte. Natürlich habe ich sie gleich aktiviert und hatte dadurch ein neues Ziel für die U-Bahn. Meine Neugierde siegte und ich wollte sofort ausprobieren, wohin mich die U-Bahn bringen würde. Ich kam an einen merkwürdigen Ort. Alles war auf einmal so grünlich und ich hörte überall ein Zischen, wie von diesen grünen Monstern, die nach der Zeit explodierten. Ich hatte die Sorge, dass jeden Moment hinter mir eines dieser Monster explodieren konnte. Das Gefährlichste an der Sache war, dass viele dieser Monster auch unsichtbar waren. Das hieß, ich musste mich voll und ganz auf mein Gehör verlassen. Aber selbst das war trügerisch, denn hier und da fing es ohne Grund zu zischen an. Einen Raum bewachten die grünen Monster besonders gut. Hier waren sie auch irgendwie, ich sage mal, aufgeladen, denn wenn sie explodierten, zerstörten sie fast alles Lebende in der Umgebung. Hinter dem Raum mit diesem geladenen Monster fand ich die ersehnte Truhe mit der Wolle. Jetzt hieß es schnell zurück und die Wolle platzieren. Ich ging zurück zum Dorf und zeigte den Bewohnern meine Trophäen. Jetzt ging es wieder zurück in den Dschungel mit den explodierenden Bienen. Ich kletterte auf den höchsten Punkt und fand dort eine gut gefüllte Truhe mit einem Toten der Unsterblichkeit. Ich habe es natürlich sofort ausgerüstet, denn sicher war sicher. Aus der Entfernung sah ich eine kleine Brücke, die von den Baumhäusern hin zu einer Berghöhle führte. Da nirgendwo in den Häusern die Wolle war, gab es sie vielleicht hier. So war es dann auch. Mit dem Fund dieser Wolle habe ich die Dschungelherausforderung endlich abgeschlossen. Oh, es war Zeit, die Wolle zu platzieren. Yes, hat gepasst, perfekt. Wie viele, warte mal, ist das ein Bewohner? Wie viele Creeper hier auf einmal sind? Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Raum? Hä? Moment, ich muss aber die ganzen Creeper besiegen. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Was, beschleunigt Zeit? Okay, die Tore schließen sich? Was ist denn hier los? Was ist denn jetzt passiert? Hab ich irgendwas kaputt gemacht? Oh, okay. Moment, hier ist jetzt aber nichts weiter passiert. Oh, die Tore öffnen sich, Tag 61. Ah, ich kann jetzt die Zeit beschleunigen, oder was? Das ist ja cool. Oh, das ist ja richtig gut. Nachdem ich ein wenig mit dem Schalter herumgespielt hatte, entschied ich mich, dass es an der Zeit war, eine weitere Herausforderung zu machen. Mit der U-Bahn fuhr ich zu einem Ort, den ich zuvor noch nicht besucht hatte. Nachdem ich ausgestiegen bin, habe ich mich in einem merkwürdigen Wald wiedergefunden. Naja, es war nicht ein gewöhnlicher Wald, sondern wie soll ich sagen, eher so eine Art Zauberwald. Vor mir schwebte eine Insel und ich wusste nicht, wie ich diese erreichen sollte. Daher entschied ich mich, den Bereich unter dieser Insel zu untersuchen und wurde auf einmal in die Luft geschleudert. Hier schien die Gravitation anders zu wirken. Ich nutzte die Gelegenheit und landete auf einer dieser Inseln. Tatsächlich gab es in diesem Wald auch einige Magier, die sofort ihre fliegenden Ratten auf mich hetzten. Ich war aber besser ausgerüstet und konnte diese einfach besiegen. An einer Wand fand ich einen Schalter, der einen Neuankömmling zur Ladezone bringen würde, den starken John. Ich war schon gespannt, was mir dieser anbieten würde. Überall am Boden verteilt gab es diese Blöcke, mit denen man sich teleportieren konnte und ich war anfangs verwirrt, denn ich schien mich hier immer weiter zu verlaufen. Letztendlich konnte ich aber doch den Raum mit der Wolle finden. Natürlich hieß es jetzt wieder so schnell wie möglich zurück. Nachdem ich dann wieder mit der U-Bahn gefahren bin, wollte ich die Wolle im Monument platzieren und habe es dann auch nach einigen falschen Farbversuchen geschafft. Ich rannte am nächsten Morgen sofort zur Ladezone und wollte wissen, was John zum Handeln anbieten würde.
Er hatte eine ganze Menge an Tränken bei sich, aber diese waren sehr teuer und ich wusste, dass ich meine Smaragde lieber gegen verzauberte Goldäpfel eintauschen wollte. In den Höhlen unter meinem Haus fand ich wieder einen Schalter, der eine neue Station für die U-Bahn freischalten würde. Natürlich habe ich auch gleich diesen Schalter ausprobiert und bin in die U-Bahn gestiegen. Hier erwartete mich die bisher schlimmste Herausforderung. Es sah schon fast aus wie in einer Unterwelt. Überall war es schwarz und es schwebten kleine Aschewolken umher. Außerdem gab es auch diese dunklen Skelette, die sobald ich sie besiegt hatte, einen grausamen Schrei abließen. Außerdem konnten sie mich irgendwie vergiften. Ich meine, es war kein richtiges Vergiften, aber dennoch fühlte ich mich sehr unwohl und merkte, wie meine Lebensenergie schwand. Das war mir etwas zu viel und ich musste erstmal wieder umkehren. Ich erinnerte mich, dass ich immer noch nicht die Wolle aus dem Eisschloss geholt hatte. Damals waren die Gegner eindeutig zu stark, aber jetzt musste ich gut vorbereitet sein und sprang den Wasserfall zur Festung hinunter. In der Festung griffen mich sofort Eisskelette an und zu meinem Glück hatte ich ein Totem der Unsterblichkeit dabei, denn sonst hätte ich den Angriff der Skelette wahrscheinlich nicht überlebt. Ich muss mir nur unbedingt noch mehr von diesen Dingern eintauschen. In der Festung selber fand ich keine Wolle, dafür aber eine Art Tunnel oder sowas ähnliches. Normalerweise schien das eine Quelle gewesen zu sein, aber zu meinem Glück gab es hier kein Wasser. Ich lief eine ganze Weile diesen Tunnel entlang und fand mich dann am Rand der Klippe rund um das Eisschloss wieder. Ich war hoffentlich auf dem richtigen Weg. Und tatsächlich, hinter einer Wand aus Eis wartete bereits die Truhe mit der passenden Wolle auf mich. Damit hatte ich die vorletzte Herausforderung gemeistert. Ich bereitete mich nun auf die letzte und damit gefährlichste Herausforderung vor. Ich tauschte meine restlichen Smaragde gegen verzauberte Äpfel und stellte mir die stärkstmögliche Rüstung her. Dann machte ich mich wieder auf den Weg in die Unterwelt und war bereit, alles zu geben. Ich fand einen Schalter, der die großartige Ilva in die Ladezone bringen würde. Ich war gespannt, was sie zum Handeln anbieten würde. Ich kämpfte mich durch eine große Menge von diesen dunklen Skeletten und hatte zum Glück den großen Teil meiner Smaragd gegen die verzauberten Goldäpfel eingetauscht. Oh, was ist das für ein langer Gang? Oh, habe ich es endlich geschafft? Ich hoffe mal. Oh, das sieht man da hinten noch. Das sieht aus wie eine Truhe. Oh, das ist bestimmt die Truhe. Bitte, lass es die Truhe sein. Ja, endlich. Oh, das war bis jetzt die schlimmste Herausforderung. Oh, jetzt muss ich so schnell wie möglich zurück. Ich war wieder zurück im Zentrum des Labyrinthes und bereit, die Wolle zu platzieren. Zuvor wollte ich aber wissen, was Ilva handeln würde und war überrascht, Schuhe zu sehen, die mich schneller werden ließen. Diese habe ich gekauft und gleich ausgetestet. Schade, dass ich sie erst jetzt gefunden habe. Es wird Zeit, die Wolle zu platzieren. Oh, eine lange Reise. Oh, was passiert jetzt? Was passiert? Oh, okay. Oh, mir wird schwindelig. Okay. Ich hab's geschafft. Ich hab es geschafft. Oh, ich konnte das Labyrinth verlassen. Wow. Okay, was erwartet mich denn als nächstes? Ich bin gespannt, wo wird es mich als nächstes hintragen?